Gut. Also freut mich, dass doch so viele gekommen sind. Ich habe nicht mit so vielen gerechnet. Ich möchte gleich vorweg sagen, ich möchte eigentlich keinen Frontalvortrag halten, sondern ich möchte es eigentlich gerne nutzen, um mit euch ein bisschen zu diskutieren, was die richtige Richtung ist, weil ich stehe gerade an so einem Punkt, wo es ja ein bisschen schwierig ist, die richtige Richtung zu finden und was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Und da würde ich einfach ein bisschen Feedback freuen, was ihr davon haltet. Aber ich erzähle kurz was, um was es geht und welche Probleme es gibt oder welche Ideen dahinter stecken. Also grundsätzlich geht es darum, ich mache ja die Podlife-App mit dem Frank zusammen, kennt ihr wahrscheinlich. Und da geht es darum, ich hätte da gern auch einen Kalender drin mit Sendungsankündigungen, so wie es bei Xenin eben auch gab. Das Problem bei Xenin damals war halt auch immer, das wurde oft nicht eingetragen, wurde sich nicht groß drum gekümmert. Deshalb war jetzt die Idee, dass die ganzen Infos in den Podcast-Feed reinzupacken. Und da kommen im Prinzip die paar Punkte kämen dann rein. Also wann soll es stattfinden, wie lange wird es ungefähr gehen, wo kann man es hören, wer ist dabei, was gibt es zu hören. Und dann halt noch so Punkte wie Hörerzahlen, Notifications, da kommen wir gleich noch zu. Das ist ein bisschen komplizierter leider. Die Idee, das in Podcast-Feed zu packen, hat den Vorteil, es ist halt ein offener Standard. Es könnten alle möglichen anderen Apps drauf zugreifen, das könnte in Podcast-Verzeichnissen landen, also der Christian von Fürth ist da ja auch interessiert, das irgendwie anzuzeigen. Und wenn ich hergehe oder jemand hergeht und den Podcast-Feed eh schon einliest, dann sind halt da die anderen Metadaten eh schon drin. Das ist jetzt die Frage, ob man hergeht bei StudioLink noch mehr Metadaten reinballert oder ob das Ganze eben dann einfach über den Podcast-Feed geht, wo das eh schon drin ist und wo ihr als Podcaster euch darum kümmert, dass es aktuell ist. Die Nachteile davon sind, wenn es im Podcast-Feed landet, dann gibt es keine Updates in Echtzeit, also mit mal spontan irgendwie was eintragen oder spontan die Sendung verschieben oder also im Prinzip kurzfristige Änderungen sind ein Problem. Das Problem hat der Christian ja auch mit seinem Feedparser. Er hat 15.000 Feeds in der Datenbank, wenn er die alle durchgehen muss, es dauert halt immer eine Weile, bis er wieder zu dem Feed hinkommt. Und das ist eine Wissenschaft für sich, das irgendwie hinzukriegen, dass man da relativ häufig vorbeikommt oder so häufig, wie es irgendwie geht, aber da kann schon mal je nachdem eine Stunde vergehen oder ein paar Stunden, je nachdem, wie oft der Podcast veröffentlicht. Also es ist schon schwierig, das dann. Also er macht es zum Beispiel so, er guckt, wie oft veröffentlicht der Podcast und dann daran guckt er, wie oft muss er vorbeigucken. Das ist aber jetzt bei sowas wie einer Live-Sendung schwierig, weil woher soll ich wissen, wann jemand eine Live-Sendung ankündigt? Das kann immer passieren oder auch nicht. Das wäre ein Nachteil davon. Dann gibt es die Sache, Podlove müsste das unterstützen. Wer keinen Podlove nutzt, muss darauf hoffen, dass Podigy oder sonst wer das unterstützt oder sein Plugin, weil das muss ja irgendwie ein Podcast-Feed rein. Dann was machen wir, wenn jemand einen Livestream machen möchte ohne Podcast? Also soll es ja auch geben. Das Live-Only-Formate gibt es auch. Radios, die streamen. Und dann kommt eben das ganze Notifications-Thema, was ganz viel Komplexität reinbringt. Das möchte ich euch gerade zeigen, was das Problem da ist. Warte mal. Ich mache jetzt hier hin. Das Problem mit den Echtzeitdaten ist, wir kriegen zum Beispiel hier über den Podcast-Feed, kann man bekommen, wo kann man es hören, wer ist zu hören, was gibt es zu hören, wann findet es statt. Aber die Echtzeitinformationen sind ein Problem, weil die hat nur der Streaming-Service. Also ich hätte das ja gern unabhängiger von StudioLink, weil vielleicht gibt es irgendwann einen anderen Streaming-Service oder ihr wollt was anderes benutzen. Diese Echtzeitdaten, also wann beginnt die Sendung tatsächlich, weil wäre es schon immer pünktlich, wann geht's los oder dann fällt die Sendung aus, das hat nur der Streaming-Service oder auch gerade das, wenn es um Pausen geht oder den Status des Streams, also Pre-Show, Post-Show, das kann man nicht in den Feed reinpacken. Oder Hörerzahlen oder kann man sich noch andere Dinge vorstellen, die es da gibt. Und das ist ein bisschen komplizierter umzusetzen, weil wie kann ich jetzt wissen, welches Streaming-Backend ihr benutzt und wie kommuniziere ich mit dem? Jetzt kommen wir zu dem komplizierten Ding.
das ist eine Idee, wie es funktionieren könnte, aber ihr seht schon, wie kompliziert es ist. Also ich kann mal kurz vorgehen und das zeigen. Am Anfang werdet ihr als Podcaster geplant die Sendung, das startet in den Feed. Dann würde sich quasi dieses Backend oder ein anderes Backend führt oder so, würde sich diese Stream-Metadaten aus dem Feed holen, also da steht dann drin, wann die Sendung stattfindet. Das könnte man dann viertens, ne, das könnte dann der Hörer sehen, in so einer Art Kalender an sich. Dann irgendwann später wird die Sendung tatsächlich gestartet. Nee, ist halt, das finde ich falsch. Hier muss ich weiter, ne? Habe ich übersprungen. Also, ich hole mir die Metadaten aus dem Feed, die kann dann der Podcast-Hörer schon sehen, aber ich registriere mich beim Streaming-Backend und sage dem Bescheid, dass er mich bitte informieren soll, wenn sich der Status des Streams irgendwie ändert. Also wenn der live geht, wenn der offline geht oder wenn die Hörerzahlen sich ändern. Da komme ich auch gleich nochmal drauf über das Thema Websockets. Und wenn dann der Stream tatsächlich startet, dann gibt mir dieses Streaming-Backend eben Bescheid und ich kann dann die Push-Notification senden an die Hörer. Das macht das Ganze nicht ganz so einfach, weil das hier, ja genau, das ist das Thema Webhooks. Das ist eine Lösung, wie man das bauen kann, also diese Pushes. Das funktioniert im Grunde so, dass ich eine URL definiere, die zum Beispiel StudioLink, also dem Sebastian, gebe und er ruft diese URL dann bei mir im Backend auf, um mir Updates zu einem Podcast zu geben, also Echtzeitinformationen. Dafür wäre es aber nötig, dass ich mich automatisch bei Sebastian für diese Webhooks registrieren kann oder bei irgendeinem anderen Streaming-Netzwerk. Das heißt, das Streaming-Netzwerk müsste es unterstützen, diese automatische Echtzeit-Webhook-Registrierung. Also nicht nur Webhooks, sondern eben diese Webhook-Registrierung. Dafür gibt es einen Standard, das ist dieses PubSub-Hubub, was jetzt anders heißt, habe ich vorhin gelernt von Christian, das heißt jetzt irgendwie Webpush oder sowas. Dafür gibt es einen Standard, der ist aber noch, also der ist nicht wirklich als Standard schon definiert, sondern das machen, also, ja, wie soll ich sagen, also es gibt eine Art, wie man das standardmäßig baut, ja, aber es gibt jetzt kein RFC dazu. Ja, jetzt habe ich viele offene Fragen, wo ich nicht genau weiß, wie ich weitermachen soll, weil, wie ihr jetzt gemerkt habt, es ist ganz schön kompliziert und ganz viele Stellen müssen relativ viel Code bauen oder implementieren, wo man auch nicht unbedingt sicher sein kann, dass das passiert. Ne? Also gut, vielleicht Podlove kennen wir hier, könnte es sein, dass die dran arbeiten, quasi diese Ankündigung in Podcast-Feed einzubauen. Dann ist aber noch die Frage, welches Streaming-Netzwerk unterstützt das dann? Wie viel Aufwand ist das? Also die Fragen, die ich jetzt mit euch gerne diskutieren würde oder wo ich nicht wirklich weiter weiß, ist so das Thema Echtzeitinfos. Habt ihr da vielleicht eine andere Idee, wie man das lösen könnte, statt wie dem, wie ich es jetzt vor... Also wie ich jetzt... Das ist der einzige Ansatz, den ich jetzt habe dafür, aber der ist recht komplex. Dann eben das Thema kurzfristige Änderung. Wie kritisch seht ihr das? Also quasi eben eine Ankündigung im Feed, wenn man jetzt sagt, ja, findet um 12 Uhr statt. Man muss das aber dann mindestens, keine Ahnung, 6 Stunden vorher ankündigen und kurzfristige Änderungen sind schwierig. Ist das ein Problem? Meint ihr, die Podcaster erwarten, dass man das machen kann? Was macht man, wenn man einen Livestream starten möchte und man hat den nicht vorher angekündigt? Dann habe ich mich ja gar nicht bei Sebastian registriert oder bei einem anderen Streaming-Backend für diesen Webhook. Dann kriege ich das nicht mit in Podlive. Das kann ich mir auch vorstellen, dass jemand sagt, ja komm, wir machen einfach spontan hier jetzt mal einen Livestream ohne Ankündigung. Sollte eigentlich auch funktionieren, wenn es nicht im Kalender drin steht. Da weiß ich noch nicht, wie man das umsetzen könnte. Ja, dann die Frage Livestream ohne Podcast. Ist natürlich eine Frage, was machen wir da? Und das, was dagegen steht, ist, dass ich sage, na, ich gehe einfach her und verabschiede mich von der Idee, ganz viele Streaming-Backends und
verknüpft einfach alles ganz eng mit dem Studio-Ding, was Sebastian gebaut hat. Und dann sind diese ganzen Themen mit, also dann würde man einfach bei Sebastian direkt auf der Webseite zum Beispiel eine Sendung ankündigen und das wird dann bei mir in Podlove auch angezeigt werden. Also da gäbe es halt nichts im Feed, sondern da wäre halt alles über Studio Link. Das ist so die andere Alternative, die wäre wahrscheinlich einfacher zu bauen, hätte weniger dieser Komplexität, wäre aber nicht offen, frei und für andere zugänglich. So. Ja, soweit von meiner Seite jetzt. Was habt ihr für einen Eindruck? Also, ja, also was ich nicht so ganz verstehe, die Notifications, die sind ja im Prinzip eine größere Herausforderung, dass man eine Push-Notification bekommt, wann der Stream tatsächlich startet. Ja. Wozu brauchen wir die eigentlich genau? Weil ich meine, ich weiß ja aus dem Feed, wann der Stream starten soll. Ja. Und dann könnte ich ja im Prinzip einfach könnte ja die App hingehen und einfach Viertelstunde vorher schauen, hat sich was verändert? Ist gleich verschoben worden und man könnte auch diese ganze Arbeit im Prinzip dem Client überlassen und hätte dann den Push erfordert. Also ich hatte, also warum Pushes nötig sind, das sind aus zwei Gründen. Einmal, viele Leute haben das gerne als Push-Notification, als Erinnerung. Das andere ist aber auch, ich möchte auch eine wirklich feste Info haben, ob der Stream jetzt läuft oder nicht. Und die bekomme ich über den Feed halt nicht, weil ich habe das damals bei der Xenium-App, war das ähnlich mal ein Problem. Da gab es ja auch den Kalender und dann habe ich eine Zeit lang Sendungen einfach als laufend angezeigt, wenn die Zeit der Ankündigung halt erreicht war. Und das ist aber für die User total blöd, weil dann klicken die da auf den Play-Button drauf und dann steht da, der Stream ist nicht verfügbar oder läuft nichts, dann kriege ich Anfragen, ja, geht nicht, ist kaputt. Das heißt, ich möchte eigentlich auch in der App im Stream nur als live anzeigen, wenn auch was läuft. Ich habe mal geguckt, man könnte das jetzt vielleicht mit dem Icecast noch so machen, dass man guckt, kommt da was hinter der URL, das geht aber mit HLS nicht mehr. Weil da ist das vorbei, weil da kann man immer was laden irgendwie. Da ist es nicht mehr so einfach, das über einen Request zu gucken, ob da jetzt was läuft. Dann muss ich mich quasi drauf verlassen. Bei uns haben wir auch einen Live-Test gemacht. Dann haben wir immer vorher eine kurze Nachricht gemacht. Das war so, ja, wir planen dieses Team und das kommt nach ein paar Minuten. So, wir sind bereit und wir warten, wenn das alles startet. Und wenn das irgendwie so funktioniert, dass alle machen, so eine kurze Nachricht vorher, und es ist festgestellt, dass 15 Minuten vorher läuft das schon. Und wenn jemand so Play drückt, dann ja, es funktioniert. Du hörst schon, dass alles ist bereit, und dann eigentlich musst du so, entweder hörst du das weiter oder ja, ich habe noch 5 Minuten Zeit und dann versuche ich nochmal, aber es funktioniert schon. Ja. Einfach dieses Stream 15 Minuten vorher starten mit etwas, was jeder für sich selbst präpariert oder wie irgendwelche Stinko. Also du meinst jetzt, Studio Link sollte quasi schon einen Stream ausliefern, bevor du überhaupt selbst streamst? Ja, also wenn das schon geplant ist, also so um 18 Uhr sollen wir anfangen, dann, ich weiß nicht, 5 oder 15 Minuten vorher, ja. Einfach so irgendwo, ich würde sagen, die Füße machen das. Dass, wenn das auch nicht genau um 15:00 ja. Anfängt, dann ist das schon vorher geplant. Aber es wäre natürlich dann trotzdem dann wünschenswert, wenn man irgendwie dann ein Signal bekommt, jetzt geht es tatsächlich los. Ja, klar. Der Anfangsloop ist jetzt rum und jetzt geht der, ist ja auch bei Freakshow immer so, dann wirst du eben ja, eben. Kennst du nicht genau, wann es dann tatsächlich losgeht. Maximal Twitter, ja. Das ist halt mit dem Chat, wenn dann da plötzlich ja. Leute sagen, so, es geht los. Aber das wäre schon irgendwie, wenn es da irgendwie
Mechanismus gäbe, der dann sagt, so jetzt ist das Problem. Ja, aktuell gibt es den ja, aber der funktioniert momentan halt so, dass ich halt von im Prinzip von StudioLink direkt einen Call bekomme, der halt sagt, so jetzt geht's los. Aber das ist halt nicht diese Möglichkeit über ein Feed eine offene Lösung, sondern es ist halt, das haben wir jetzt halt ausbaldowert, aber das ist halt keine allgemeingültige Lösung irgendwie für alle. Also quasi StudioLink als zentrale Plattform. Das ist im ist Prinzip, das schon? Ja. Weil's das war jetzt eben am Anfang die einfachste Lösung, ja. Aber langfristig war halt jetzt in der Diskussion, ob man das nicht größer löst, das Problem, weil das Problem im Kalender ist jetzt aktuell sowieso, also mit einer Sendungsankündigung ist ja noch nicht gelöst. Und wenn das halt in Podlove drin wäre, dann gäbe es halt auch die Möglichkeit, auf der WordPress-Webseite so ein Banner zu haben, ja, heute Abend irgendwie Live-Sendung und die wäre schon als angekündigt drin, die Leute könnten direkt über die Webseite auch hören. Ja. Wie viele andere Streaming-Netzwerke stehen denn im Raum? Also Xenim auf jeden Fall? Oder ja, nicht? Im Grunde ja. Aber da habe ich jetzt schon lange nichts mehr zurückgehört. Ich wollte eigentlich starten mit StudioLink und Xenim, aber da ist der Kontakt einfach im Nichts verlaufen mit der Zeit. Das war auch jetzt der Grund, weil ich habe ja die Xenim-App gebaut gehabt und das war Xenim only. Es war halt so eine direkte, das war quasi das, was hier unten steht, StudioLink, also da war halt Xenim als zentrale Plattform. Und da ging es halt immer so richtig voran und ich war halt blockiert in dem, was ich bauen wollte. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, eigentlich was zu bauen, was getrennt davon ist und unabhängig funktionieren kann. Wo ich die Möglichkeit habe zu sagen, mehrere könnte es geben. Ne? Was ist da draußen sonst noch so im Einsatz? Weiß nicht, einzige, was ich halt könnte oder wo ich schon mal gehört habe, ist Xenim und StudioLink. Eine ganz einfache Frage. Der Livestream will, der muss doch möglich sein, auf irgendeinen Knopf zu drücken und Bier mitzuteilen, Leute, es geht jetzt los. Oder ist es jetzt eher die Frage, ist es technisch denn tatsächlich, dass es jetzt wirklich technisch funktioniert? Also StudioLink kriegt ja mit, okay, es geht technisch. Ja, das Problem ist hier. Darum, oder? Das Problem ist hier, also wenn ich über den Podcast-Feed reinschreibe, es gibt quasi morgen eine Sendung, 19 Uhr, hier ist die Streaming-URL, da könnt ihr das hören. Ja. Und ich zeige das in der Podlove-App an, eben morgen 19 Uhr steht im Kalender. Dann weiß ich trotzdem nicht, wann diese Sendung tatsächlich stattfindet. Ja, das weiß halt derjenige, der es. Ja, eben, und das weiß ich über StudioLink, ne? Weil du gehst quasi her, du machst den Stream und sagst bei StudioLink, jetzt geht's los. Genau, und jetzt frage ich andersherum, ja, klar, StudioLink ist natürlich eine Möglichkeit, das zentral dann rauszuschicken, aber das kann ich doch genauso gut bei dem abladen, der eigentliche Initiator des Livestreams ist. Warum kann der bitteschön da irgendwo auf dem HTTP? Dann müsste er sich halt nochmal in den Hotlife-Backend einloggen und doch nochmal auf den Knopf drücken. Ja, was ist denn das Thema? Aber dann bist du unabhängig von diesem Streaming-Service. Also das ist jetzt klar, ist alles schön. Ja. Okay, aber heißt natürlich für den Sender, er muss seine Aufnahme starten, er muss StudioLink on Air starten, er muss, es werden halt relativ viele Schritte für den Sender dann. Ja. Und selbst wenn StudioLink ist ja auch so angelegt, ist ja offen, das heißt, es kann sein, dass es noch mehrere Apps geben wird, vielleicht baut jemand dann für Android eine oder es gibt noch eine andere iOS-App und dann musst du quasi drei verschiedene Webseiten aufrufen und überall. Aber dann bist du abhängig von, das muss dann der Streaming-Service liefern. Und du musst dann dafür sorgen, dass der praktisch diesen quasi Standard auch unterstützt. Und andersherum ist derjenige, der da eigentlich einen Nutzen von hat, derjenige, der den Livestream machen will. Und wenn, also das ist echt mal nur einfach so eine Frage. Ja. Mir geht es jetzt gar nicht darum, da irgendwie, aber das ist doch eigentlich in deinem Interesse. Und wenn das Problem ist, okay, mit StudioLink hätten wir jetzt, denke ich mal, kein Thema, aber wie sieht es aus, wenn da noch drei, vier andere kommen? Dann hast du immer wieder genau die Diskussion, so sieht die Schnittstelle aus, du musst sie genauso unterstützen, dann erwarte ich von dir einen Request, der muss mir bestätigen, wann das Ding wirklich losgeht. Der eigentliche, der das Ding startet, ist derjenige auf der anderen Seite, der da auf Rekord drückt. Dann müssen wir halt gucken, also ist jetzt einfach nur so eine... Naja, aber das Problem ist jetzt, wie er schon sagt, Jetzt hast du ihn für iOS, jetzt macht es irgendein anderer für Android und noch irgendeiner für Windows, dann musst du an drei Stellen noch die Notifications abladen.
Es gibt ja dann nicht nur Podlife, sondern dann gibt es halt fünf irgendwann. Da musst du fünf Webseiten durchklicken, nur um zu sagen, ich bin jetzt da live. Und ach so, also wenn du gleichzeitig über mehrere die ja, kann Info der, rausgibst. Kann der dann ja, ja, jemand vorgeben, wo er das dann hört. Ne? Ja, ja, oder auch andere Dienste, wo du es vielleicht automatisieren willst. Vielleicht willst du halt automatisch auf Twitter was auf Twitter, ja, ja, okay. Was brauche ich denn, um diesen einen Push zu geben? Ist das ein HTTP oder welchen Push? Denn, also jetzt was hier rot ist. Jetzt geht's los. Genau, diese Notification. Frage jetzt geht's los. Im Grunde ist die Idee an der Stelle, wo jetzt der rote Pfeil ist, da ein Webhook zu bauen. Webhook bedeutet, ich als Stream als Podlife definiere eine URL, die ich StudioLink geben kann, wo ich sagen kann, das ist jetzt, da machst du einen HTTP-Post-Request hin und gibst mir da den neuesten Status durch. Das könnte man, ja, das Problem ist aber nur jetzt, dass diese Webhooks auch noch automatisch registriert werden müssen. Also es ist nicht nur so, dass ich euch quasi in einem Interface als Livestream eine URL anzeigen kann, die ihr dann bei StudioLink in eurem Webinterface eintragt. Das wird nicht funktionieren, sondern ich muss quasi in dem Moment, wo ich über den Podcast-Feed die Info bekomme, der Podcast macht einen Livestream und der streamt zum Beispiel über diesen Streaming-Service, dann müsste ich mich automatisch dort registrieren und sagen, gib mir bitte Bescheid, wenn was passiert. Ja, also das heißt, dieser rote Pfeil, da registriert sich die Livestreaming-App. Podlife App registriert sich dort, um die Notification zu bekommen, wenn es wirklich losgeht. Nee, die App nicht, sondern mein Backend. Deshalb steht ja auch Backend. Also die App macht das gar nicht. Also wie kriegt die App dann mit? Ja, über das Backend. Ja, im Prinzip in dem Moment, wo bei StudioLink dann ein Livestream gestartet werden würde, angenommen, das wäre jetzt also implementiert, dann gäbe es in der Datenbank von StudioLink Stände der Webhook, der aufzurufen wäre, wenn quasi die Sendung live geht, der würde einen Post-Request in meinem Backend machen und wird den Status des Channels ändern und das löst dann wieder einen Push aus an die Clients, also an die App. Aber dann könnte man den roten Pfeil doch eigentlich auch nach links schieben, dass diese Web-URL irgendwie von Podlife, von Podlove dann geliefert wird. Das heißt, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja gut, du musst dann. Das ist ja nicht zeitlich, zu kurzfristig. Das ist ja eben das Problem. Der Feed ist alle 6 Stunden oder irgendwas. Das ist das Problem. Der Feed ist nicht reaktionsfähig. Ja, aber nicht im Feed. Aber du könntest ja in Podlove könntest du ja diesen Webhook implementieren. Ja, also ich weiß im Prinzip, was du meinst. Dann ist es von Podlove abhängig. Ja. Also wenn man schaust, hier ist so ein Entwurf. Ein Großteil davon ist noch von Tim. Der hat das Ganze mal initiiert. Und da gibt's also die Idee ist, das Ganze als ein Item reinzupacken, wie es jetzt auch schon Items gibt, nur ohne Enclosure, aber mit ein paar extra Tags, zum Beispiel PSE Time, und dann wird halt irgendwie Start, Ende. Und dann gibt's da unten dieses PSE Webhook Registration URL. Das ist die Idee zu sagen, für diese angekündigte Episode muss ich als Streaming-Backend mich bei dieser URL registrieren für Webhooks, also für einen Callback, wenn ich den haben will. Also ich muss ja dann, angenommen, da steckt jetzt eine URL drin, die auf StudioLink verweist, dann müsste ich hergehen und einen Request an StudioLink machen und sagen, okay, ich möchte mich jetzt bitte für diesen Webhook-Callback registrieren für diese Ankündigung oder für diesen Podcast. Und dann gebe ich ihm Sebastian in dem Moment, StudioLink in dem Moment die URL, also die, an die er dann einen Post-Request machen muss. Also das sind 2 Schritte. Ich muss mich registrieren bei ihm und er macht dann... Das auf das Bild zurück vorher, auf dieses Dreieck. Das ja, wir haben hier jetzt im Prinzip 3 Instanzen, die da mitspielen, nämlich den Podcast-Feed oder den Server, der den Feed ausliefert. Wir haben den Streaming-Service und wir haben das Livestreaming-Backend. Mhm. So wie es im Moment ist, müssen alle 3 dieser Instanzen die Podlife-Extension kennen.
Der Podcast-Feed, der muss es kennen, weil der muss Items ohne Enclosure mit Streaming-URL und Webhook-URL genau. ausliefern können. Der Streaming-Service muss es kennen, weil der muss die Webhook-URL, diesen Registration unterstützen. Und genau. die Livestream-App-Backend muss es sowieso kennen. Ja. Aber jetzt den Webhook, den könnte man ja tatsächlich vom Podcast, von derselben Software, also Podlove implementieren, weil das muss ja sowieso die Extension kennen. Also ich kann ja dann auf dem Webserver, auf dem das Podlove läuft, kann ich dann ja den Webhook installieren. Dann hätte man den Vorteil, dass die Streaming, der Streaming-Service dann die ganze Podlove-Extension nicht mehr kennen muss. Dann geht jeder feldweit mobil. Aber woher weiß denn der Podcast-Feed, dass jetzt gerade die Sendung gestartet ist? Weil der müsste ja dann den, der müsste ja dann den Callback an mich machen. Das weiß er von einem, dadurch, dass der Podcaster in seinem Podlife auf jetzt geht's los geklickt. Aber jetzt, ich habe nochmal eine Frage. Diese Livestreaming-App. Hat die auch der Podcaster, der das Livestreaming macht? Aus welchen Gründen auch immer? Nein. Nee, also er könnte sie haben, aber in der Regel nicht. Weil das wäre so die nächste, das geht genau, ne, so, wenn der die sowieso irgendwie hätte, dann könnte man auch Podlove vergessen, dann muss er da halt einfach ein Signal geben. Also ja, woher weiß es so? Woher weiß es denn der Stream, dass es losgeht? Der Streaming-Service. So, dass ich die Livestreaming-App auch habe als Sender und einfach und sagen, du baust einen Knopf für mich als Sender ein. Ja, aber es wäre dasselbe Problem wie vorhin, dass wenn es dann mehrere Apps gibt, über die du das geht nur exklusiv, definitiv. Ja, woher weiß es der Streaming-Service, dass es losgeht? Ja, das weiß StudioLink, weil er fängt an zu streamen. Ja. Also wenn es einer weiß, dann der Streaming-Service. Wenn es der nicht weiß, dann... Ja gut, wenn man es da jetzt so macht wie wir, dass wir im Prinzip am 2 Stunden vorher schon anfangen, irgendeinen Loop zu schicken, damit die Leute eben wissen, okay, ich kann den Stream hören, weil das ist ja immer so... Technisch funktioniert. Ja, also so Testbild, ja. Okay. Dann läuft der Stream schon vorher, aber irgendwie brauche ich dann immer noch ein Signal, so jetzt ist das Vorgeplänkel ist jetzt rum, jetzt geht es tatsächlich los. Das gibt es ja bei StudioLink. Da gibt es ja diesen Channel State, den man ändern kann. Man kann sagen, ich bin jetzt in der Pre-Show und das wird auch kommuniziert über die API und dann kann man das ändern auf zum Beispiel Live oder Post-Show und das wird dann, also das würde dann auch über so einen Webhook weitergegeben werden. Momentan ist das halt ein API-Request an uns. Und dementsprechend kann ich dann auch das in der App anzeigen oder Push-Notifications rausschicken. Zum Beispiel gibt es für Podlife jetzt aktuell eine Push-Notification für Pre-Show hat begonnen. Oder dann, wenn es wirklich losgeht, kannst du dann einen StudioLink umstellen auf Live. Und dann geht nochmal eine Push-Notification raus an die Hörer, die sagt, jetzt geht's wirklich los. Das weiß, also das StudioLink Plugin, was im Ultraschall oder wo auch immer immer läuft, das hat diese, ja, das auf jeden Fall der Streaming-Service halt. Ne? Also ja, der Streaming-Service muss es ja irgendwie vom Podcaster wissen. Der Podcaster muss ja irgendwo einen Knopf drücken, jetzt geht's los. Und das macht er in StudioLink im Moment. Und StudioLink hängt direkt, also in dem StudioLink-Plugin hängt direkt an der Streaming-Service, am Streaming-Service. Genau. Und weil das direkt am Streaming-Service liegt, ist im Moment der Streaming-Service der ultimativ sagt, so, jetzt geht's los. Und er hängt, und weil er nicht an Podlove hängt, ist es nicht Podlove. Aber da können ja auch andere Daten dazu. Also jetzt nur die Notifications zu verschieben, da sind ja auch noch Hörerzahlen dran oder andere Echtzeitdaten. Ja, da wäre die nächste Frage für mich dann trotzdem nochmal ganz kurz. Okay, verstanden, aber was spricht jetzt eigentlich dagegen? Dann ist das halt so, dass das halt abhängig ist, wenn da noch andere Streaming-Services dann irgendwie kommen, dann müssen die halt, da kriegen die halt, das ist die Standardimplementierung, so musst du das machen, wenn du diese Funktion auch unterstützen willst, ansonsten Pech gehabt. Wo ist das Thema? Andere Frage. Wie machst du es momentan? Kriegst du momentan alle Starts und Stops und so weiter von StudioLink? Ja, momentan ist das eben kein offener Standard, wo ich mich irgendwie da registriere, sondern im Prinzip haben wir uns halt abgesprochen und er macht halt einen direkten API-Call bei uns, und schreibt die Daten da rein. Also, wir haben das eingebaut, dass halt, wenn du den Stream zum ersten Mal aufrufst im Ultraschall, dann ist es halt so, dass du beim ersten Mal sagen musst, ja, für Third-Party-Apps API freigeben und dann werden wirklich alle Notifications an Podlife und
beliebig andere, die dann sich dranhängen würden, an die API rausgepusht. Ja, genau so. Was spricht dagegen, das so weiterzumachen, also zu sagen, also, das mal sagt, das Streaming-Service ist genau so. Implementierung, so sieht die aus. Wenn du die, wer auch immer da um die Ecke kommt und sagt, ich will das jetzt auch irgendwie, muss ich Standard verhalten, dann ist es quasi Standard, der halt von anderen bestimmt wird, jetzt mal nicht von Cisco oder von irgendjemandem. Also ich will nur mal den Nachteil hören. Naja, nö, man kann ja dann sagen, irgendwie, bei der Einrichtung ist es ja nur eine Sache, ich könnte jetzt da reingehen und sagen, bei StudioLink, du führst noch ein Feld ein, Livestreaming-Backends oder irgendwie sowas, und dann kannst du da eintragen, okay, Pod Live, Live-Pod, Super-Live. Wir haben uns eigentlich gegen entschieden, also wir wollten das jetzt eigentlich, das war eine lange Diskussion, ich weiß nicht, wenn du sie im Sendegeld verfolgt hast, also ja, also die Entscheidung ist jetzt eigentlich gefallen, das neutral zu halten. Also das jetzt nicht an der App festzumachen, sondern zu sagen, okay, entweder ist es halt offen über die API, die hier bei mir rausgeht, oder ist es halt nicht offen. Und das jetzt noch gut. Auf App-Basis okay. So gesehen nochmal zu forcieren, ist eigentlich okay. Overkill. Andersrum, aber ein neues Streaming-Backend. Müsste er trotzdem zu dir kommen und sagen, hier bin ich. Nee, eigentlich zu PodLive. Es kommt jetzt darauf an, was du meinst mit Streaming Backend. Also du meinst eine andere, also neben PodLive eine App. Ja, die müsste im Prinzip... Entweder zu PodLive gehen und sagen, sie wollen auf das... Sie wollen PodLive Backend mitbenutzen? Aber eigentlich ist es ja eher so gedacht, sie gehen direkt zu Streaming. Genau, aber dann müssen die sich halt einmal mit dir aushandeln, aber dann könntest du diese ganze Webhook-Geschichte... vergessen. Weil dann muss ja nicht jeder einzelne Livestream-Termin irgendwo sich ja, registrieren, sondern du hast... Standard ist halt im Grunde das zu vermeiden, dieses persönliche Aushandeln, weil das sowieso dann über den Standard allgemein geregelt ist und dann kann jeder eine App bauen, wie er will und jeder kann... Frage ist nur, wie viele Streaming-Anbieter wird es da nochmal geben? Genau, ne? Die da mitmachen. Halt, also Mixler... Und Co. sehe ich, glaube ich, nicht, dass die irgendwie, die haben ja schon alle eine eigene App und das heißt, weiß ich nicht, ob da noch einer entstehen wird. Das Einzige, was interessant sein könnte, wenn jemand nach wie vor seinen eigenen Icecast-Server natürlich betreibt. Den Punkt haben wir jetzt gar nicht in der Liste, glaube ich, bisher aufgemacht. Aber was ist der Unterschied zwischen offener API und einer, die ihr einfach freigebt? Also im Sinne von, du kannst sie haben, du kannst sie benutzen. Von API von wem? Naja, jetzt zum Beispiel... Was wird wann von wem wie geschickt? Ja, was muss der liefern, damit der Client jetzt da unten das App-Backend das mitbekommt? Also ich hab immer noch nicht wirklich das Problem erfasst, muss ich ehrlich sagen. Also ihr habt eigentlich alles schon fertig, das funktioniert. Ihr könnt das jetzt als sowas wie offenes Protokoll deklarieren im Prinzip. Nee, sondern? Nee, das was wir haben ist überhaupt kein Protokoll. Das ist einfach nur... Er macht irgendeinen Request an mich. Protokoll heißt auch, ihr wisst genau, wer was zu welchem Zeitpunkt, für welchen Status liefert. Ja, aber es ist in dem Sinne nicht offen, weil jetzt, wenn jetzt jemand anders eine Streaming-App bauen wollte, wie ich, dann müsste er Sebastian anschreiben und sagen, ja, mach bitte auch Pushes an mich, weil ich brauche auch Echtzeitinfos. Also es gäbe keinen offenen Standard, der festlegt, wie man sich automatisch bei StudioLink registrieren kann für diese Echtzeitinfo. Okay. Aber könnte nicht die zweite App genauso gegen seine API entwickeln, wie du es getan hast? Ja, man muss aber trennen zwischen API und diesen Pushes. Ich kann natürlich die API als andere App abfragen von StudioLink, das ist ja kein Problem, aber das, was relevant ist, sind ja diese Echtzeitdaten, da bin ich darauf angewiesen, dass er mir Bescheid sagt, nicht, dass ich bei ihm ständig gucke alle zwei Minuten, ob jetzt die Sendung läuft und dann bin ich darauf angewiesen, dass ich Bescheid gebe. Apps wären genauso darauf angewiesen, dass er Bescheid sagt. Genau, und dafür gibt es eben diese Idee mit den Webhooks, dass ich quasi im Vorhinein hergehe und mich bei StudioLink registriere und sage, ich interessiere mich dafür, wenn diese Sendung startet, bitte gib mir über diese URL Bescheid, wenn es denn losgeht. Also und das könnte dann jemand anders auch tun und dann würde er so eine Liste machen, okay, wenn das Event losgeht, muss ich dem Bescheid sagen, dem und dann, das ist die Idee von Webhooks. Also diese URL ist im Moment noch hart gecodet und es gibt diese URL nicht, das ist nur eine Idee jetzt momentan. Ja, aber es ist hart gecodet, wohin dieser Request, es geht los jetzt. Ja, aber ist das nicht so, dass wenn zum Beispiel wir diese so Vorsendung machen und so
du weißt schon vom Streaming Service, dass das Vorsendung ist. Und seitdem kannst du das, also das läuft nicht ja 2 Stunden vorher, sondern wirklich 15 Minuten oder eine halbe Stunde. Und während dieser Zeit wird das wirklich jede Minute oder so offen kontrolliert, ob Status von Vorsendung nach echter Sendung geändert ist. Dann musst du das nicht wirklich so einen Tag so diese Info nachfragen, sondern das kommt nur in diese Vorsendung, das ist ja dann. Und wann kriege ich mit, wann diese Vorsendung beginnt, oder wie kriege ich das mit? Das kann diese ein Druck sein, wie hast du das gesagt, dass das ist auf Sender, dass der muss das starten. Der muss das mit einem Druck machen. Diese Info schicken, dass ja jetzt startet Vorsendung und von diesem Punkt ist es kontrolliert, ob dann kommt irgendwelcher Push nach alle Apparate, dass jetzt ist das echte Sendung. Ja. Ja, weil, technisch wenn ist das nicht so elegant. Warum nicht einfach MQTT? Wie bitte? Warum nicht einfach MQTT für dieses Push-Daten-Problem? Sagt mir gar nichts. Erzähl mal, was es ist. Es ist so ein Standard für, also du hast halt so einen Broker, nennt sich glaube ich die Serverkomponente, ist Open Source. Ja. Und da schickst du halt Nachrichten hin und dann kannst du dich als Client hingehen und sagen, okay, ich möchte jetzt Nachrichten aus einer gewissen Kategorie bekommen. Das heißt, du hast das Webhook-Problem nicht, dass du erst eine API bauen musst, sondern Sebastian würde immer sagen, jetzt hat dieser Stream diesen Zustand geändert. Jemand anders hat sich auf alle Änderungen von diesem Teilbaum abonniert und bekommt dann Bescheid. Das kannst du auch mit dem Socket machen. Das heißt, es ist das gleiche im Prinzip wie dieses PubSub. Nur in vernünftig. Nur halt als, also ja, eine andere Lösung dafür, okay. Ist das auch... Es wird vor allen Dingen bei IoT-Geräten gerne verwendet. Ja, also wir benutzen das im VOG halt für so, Recorder hat, oder Vortrag hat angefangen, Vortrag hat sich beendet oder sowas. Ja. Ist eigentlich so jetzt ein, im Prinzip so der Standard für, wenn dir eine REST-API nicht reicht, für Echtzeit. Okay. Das ist gar keine so schlechte Idee. Kann ich schau dir mal an, ja. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich weiß gar nicht, im Blick. Minus 8. 6 Minuten. Ja, ich weiß nicht, wo ich jetzt weitermachen soll. Keine Ahnung. Habt ihr über Feeds-Zuspielungen schon gesprochen? Was heißt Zuspielung? Ja, darum ging es ja. Also über die Idee, das in den Feed zu packen. Nur jetzt, wir sind jetzt halt an dem eigentlichen Problempunkt halt in der Diskussion gelandet, was macht man mit den Echtzeitdaten? Also wie kriegt man das hin, dass ich als App-Backend Bescheid weiß, wann es denn wirklich losgeht, weil das kann nicht im Feed stehen. Diese Registrierungsgeschichte, die du da gerade skizzierst, das ist doch straightforward. Also ich meine, ja, einfacher geht's auch gar nicht. Straightforward ist gut, ne? Das ist halt das. Das würde halt voraussetzen, dass weiß ich mich, also dass StudioLink ein Webhook also quasi eine Webhook-Registrierung baut, wie es PubSub auch ist. Also dass ich mich als Backend bei Sebastian registrieren kann und er dann diese Webhooks aufruft, wenn es denn soweit ist. Und das müsste man als Standard definieren im Feed, wo dann hier diese Webhook Registration steht, wo man dann angeben kann, okay, mein Streaming Backend ist irgendwie StudioLink und StudioLink unterstützt dann diesen Art von Registrierungsstandard. Ja. Fertig. Ja, fertig. Aber dann kommen die Nächsten, die sagen, ich mache ja kein Podlove oder... Na, mit Podlove hat es ja erstmal gar nichts zu tun, weil letzten Endes ist ja die Frage, was sagt diese URL, die irgendwo steht, aus. Die kann ja auch ganz woanders stehen.
kann ja auch über Streaming-Verzeichnisse, Twitter, irgendwas generiert werden. Ja. Letzten Endes kann es auch eine Datei sein, wo ein bisschen XML drinsteht, wo irgendwie ne, die relevanten Informationen drinstehen. Und dann ist es schon mal vollkommen entkoppelt von dem RSS. Kann man da halt auch rausfischen. Man kann es aber auch anders liefern. Und dann hast du halt irgendwie diese Basisinformationen. Und mit der gehst du halt hin, und es ist halt schon klar, dass die Komponenten alle miteinander sprechen können müssen, selbstverständlich. Und dass das auch noch nicht gibt, ist auch klar, deswegen muss man halt was Neues schaffen. Da ist das nicht von Stunde 1 an gleich standardfähig und muss noch ein bisschen entwickelt werden, aber das ist halt immer ein Protokoll. Ja, das ist eben jetzt genau die Frage, was ich jetzt heute hier diskutieren wollte. Ne? Also gehen wir jetzt den Weg, der wahrscheinlich lang dauert, sehr steinig wird und viel Arbeit braucht. Oder geht man den einfachen Weg und sagt, ja, es gibt jetzt gerade eh nur Studio Link, macht man einfach eine direkte Verknüpfung und gut ist. Ne? Also ist halt schade dann um also die allgemeine. Ich verstehe nicht genau, was daran lange dauert. Also ich meine, was wird jetzt auf einmal komplizierter, als wenn die sich von vornherein schon kennen? Na, der ganze Umweg über den Feed und die Registrierung der Webhooks etc. Also der Umweg über den Feed. Ja, ist kein Umweg. Also ich muss ja erstmal. Der Gedanke ist halt, ich muss ja erstmal einen Feed-Parser bauen. Nicht unbedingt. Ja, da muss ich mit Christian noch drüber reden, ob ich den bauen muss oder nicht. Also ist ein Feed reinzupacken, ja. Macht natürlich einfach Sinn, weil es ja letztendlich der Ort ist, wo auch das Wissen darüber existiert. Ne? Wenn ich eine Sendung ankündige und sage dann kann ich das irgendwie kommunizieren. Ich kann es auf eine Webseite schreiben, ich kann das in die ICS-Datei reinwerfen. Überall den Link mit dazu packen oder eben auch in den Feed. Der Feed macht halt nur Sinn, weil er eben auch von Podcast-Apps ohnehin schon gelesen wird und Podcast-Apps ja selber diese Live-Funktionalität unterstützen können. So, im einfachsten Fall steht da ja einfach nur drin, um 20 Uhr ist unter dieser URL Streaming von diesem Typ. So, und dann könnte die Podcat und jeder andere Podcast-Catcher sich einfach eine Local Notification setzen, das Telefon wacht auf, ein Hintergrundprozess startet, guckt, ist da jetzt auch was? Wenn nicht, dann probier es in 5 Minuten nochmal. Ja, das mit dem Guck, da ist was, das ist das Problem. Also, da haben wir vorhin schon drüber diskutiert. Also, schwierig. Machst du nochmal das Dreieck, dass man diese drei Instanzen da. Das nachzugucken, ob da jetzt was ist. Ja, das funktioniert mit einem Icecast-Stream schon, aber mit HLS nicht. Warum nicht? Na, weil da immer was ist. Das ist auch so, du weißt, also auch wenn die Pre-Show vorbei ist, ist da ja auch was. Du musst ja auch wissen, ob die Pre-Show noch was. Der Cache, je nachdem wie lange das ist. Man kann ja dann auch teilen. Also wenn dann müsstest du schauen, wann ist der nächste. Die nächste Datei hat eigentlich keine. Also erstmal muss die Index-Datei nicht unbedingt da sein. So, da kann natürlich was sein. So, wobei das halt auch so eine Sache ist, auch dass da GDPIs dann mit uns aber gut, ja, kann man ja bauen. Ja, also brauchen wir jetzt ja diskutieren, das ist ja ein anderes Thema dann. Auch ein Icecast-Stream könnte da sein und die Sendung ist nicht da. Irgendwie so ein Pre-Show. Ja, ich meine jetzt, also HLS ist halt immer schwierig. Aber ist jetzt gerade wenn man jetzt nicht nur im Apple-Universum ist, dann ist es halt schwierig. Also da fängt es ja schon an, ist ein Video drin oder nicht, da gibt es ja gar nicht abgespielt, weil Audio nicht teilweise also nur unter bestimmten Voraussetzungen geht, also ich habe da verschiedene Testcontroller gesehen, das war ziemlich schwierig. Aber also der. Deswegen bin ich da vorsichtig geworden. Ja gut, aber das ist halt, ja, wie okay. VLC es macht. Das ist jetzt eine Detaildiskussion im Prinzip, ja. Aber der weiße Pfeil hier, das ist ja, ja das. Da sagt der Podcaster, sei es jetzt über den Feed oder über sonst irgendwas, der Livestreaming-App, es wird eine Show geben. Das ist die Ankündigung. Ja, und zwar diese Ankündigung besteht im Prinzip aus zwei elementaren Items, nämlich einmal die Streaming-URL, ja, und einmal ein Subscription-Element, wo man sagen kann, hier musst du nach sich subscriben, wenn du genau wirklich in Echtzeit haben willst. Ob's welcher das Status könnte, ist, rein theoretisch könnte das ein IRC-Channel sein.
wo dann so mal ganz ja, so richtig einfach. Wie gesagt, ein gute Thema. Also irgendwas, was so Echtzeit, S-Zeit-Messages, da gibt es ja zig Protokolle. Also da, ja, im Prinzip könnte man das unabhängig gestalten jetzt, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt vielleicht Webhook-basiert oder dass man auch die Möglichkeit hat zu sagen, ja, gibt auch ein anderes Protokoll. Ne? Ja. Ja, das wäre eine technische Möglichkeit, wie man das machen kann. Die Frage ist nur, wie wahrscheinlich ist es, dass halt alle das dann umsetzen? Man müsste wahrscheinlich erstmal mit den, also wenn man jetzt als halt Zielgruppe jetzt die starten, die Podcatcher haben will, dann müssen die natürlich erstmal fragen, was wollen die denn? Aber jetzt nochmal gerade eine Frage, wer muss es denn umsetzen? Das müssen die zwei Parteien müssen es umsetzen. Die Livestreaming-App, das bist erstmal nur ich, du. Ja? StudioLink und Podlove. Ja, StudioLink ja eigentlich. Ja, doch, er muss ja diesen Service nicht bauen, dass ich. Weil dieser Service, wenn dieser Echtzeitsignal, so jetzt geht's los. Das kann, würde ich jetzt eher mal so in die Richtung Podcast Feed Podlove irgendwo sehen. Weil, ich glaube, ich zwei Sachen trennen. Nämlich diese Architektur, Streaming-Service kann auch ein ganz normaler Icecast-Server sein. Richtig. Spricht genau. Überhaupt nichts Besonderes, es ist einfach nur so ein dumpfes Teil, was auf eine URL Daten rausliefert. Und der Feed sagt ja nichts anderes als, vermutlich gibt es zu diesem Zeitpunkt dort einen Stream. So, und wenn halt das Livestreaming-App-Backend in diesem Fall einfach nur mein Podcatcher ist, der diesen Feed abonniert hat und dann irgendwie sieht im Feed, oh, da ist aber eine Live-Sendung angekündigt. Da wecke ich mich mal auf und gebe hier eine Notification und sage, hör mal, hier, der Podcast, den du abonniert hast, der hat jetzt wahrscheinlich gleich eine Live-Sendung, soll ich mal nachgucken. Ja? Und dann sage ich, ja, mach doch mal. Dann kann er halt irgendwie für sich darauf connecten und das kann man schon weiß machen. In dem Moment vielleicht auch schon, dass es nur ein normaler Icecast-Feed ist, weil das halt in dieser Information schon mit drin steht, ja, oder mehrere Alternativen vielleicht auch gelistet sind. So, und dann weiß er, okay, 404 oder 501 oder was auch immer da kommt, heißt irgendwie, ja, wahrscheinlich gibt es den jetzt gerade nicht. Soll ich es in 5 Minuten nochmal probieren? Ja, so, vergessen und weg ist. So, das würde auf jeden Fall schon mal funktionieren, setzt überhaupt keinerlei nennenswerte Messaging-Infrastruktur, geschweige denn Streaming-Infrastruktur auf und alles ist schon mal gut. So, jetzt kann man halt überlegen, wie kann man das verbessern? So, und verbessern ist ja so dieses... Wäre ja schön, wenn mir der Streaming-Service auch selber Bescheid sagt, wenn es denn dann soweit ist. So. Dann wäre halt diese Aktivierung nicht so User, sondern man würde sich vielleicht in dem Moment, wenn man dann halt weiß, dass es sich um einen Streaming-Service handelt, der eben das Podlive-Protokoll unterstützt, ja, was halt die Möglichkeit bietet, dass man sagt so, hier übrigens, ich würde jetzt gerne bei dir gleich mal einen Stream empfangen, wenn der da ist. Ich registriere mich jetzt mal, auch sehr kurzfristig, ja, also einfach zu dem Zeitpunkt sendest du dann hin, so, ja, hier, sag mal Bescheid. Das kann ja auch schon failen, weil nicht erreichbar, bla bla bla. So, aber vielleicht klappt es dann halt auch und dann kann der dann halt irgendwie eine Sekunde später auch schon sagen, ah ja, übrigens, den Stream, den du haben wolltest, den gibt es jetzt auch schon. So, ja, oder auch, wenn der Status sich ändert, eine Pre-Show... Postshow, Pause. Ja, genau. Du bist dann einfach in der Queue und dieser Request, diese Registrierung, die hält dann halt für irgendeinen Zeitraum vor und wird danach wieder vergessen, wenn sie nicht wieder erneuert wird. So eine Stunde, keine Ahnung, was auch immer, 24 Stunden müsste man sich mal was einfallen lassen. So, wobei und dann hättest du halt die Möglichkeit über ein Push-Backend, weil letztlich, ihr habt doch einen Push-Server. Richtig für Notifications oder wie... Ja, das ist im Prinzip was hier jetzt das Livestreaming-Backend, das ist halt das Podlove-Backend in dem Fall. Also das pusht dann an die Clients. Ja. Genau. Das heißt, der Client würde dann dem Streaming-Service sagen, dem Backend Bescheid zu sagen, der dann wiederum den Client Bescheid sagt. Was? Darf ich mal kurz? Nee. Es gibt ja auch eine App. Ja, darf ich es kurz erklären? Ja, also im Prinzip, ich bekomme dann ein Webhook-Call von StudioLink, der bei mir im Backend den Channel-Status ändert und das löst dann eventuell einen Push zum Client aus. Also zur App auf dem Formular. Weil die Plattformbetreiber auf der iOS und Android, die halt keine direkten Pushes zum Gerät erlauben, sondern immer über ihre Plattform nochmal gehen muss. Weswegen du halt über das Livestream-App-Backend nochmal gehen musst. Das Backend kann ja dann auch eigenständig laufen, unabhängig von so einer, also beim Podcatcher ist es halt so manuell angestoßen. Aber hier ist ja quasi der Komfort,
dass du dich da quasi permanent ernähren kannst von den Live-Wünschen. Ich weiß gar nicht, wie ihr das jetzt gerade speichert. Wenn ich in dieser Podlife-App sage, den und den Podcast will ich folgen, dann kriege ich ja für all die immer automatisch Bescheid. Ne? Ja. Und die Informationen darüber, welche Livestreams es überhaupt gibt, kriegst du derzeit von StudioLink. Genau, die hole ich mir einfach von der API. Aber du das würde ja in Zukunft sie, halt... Aber du könntest sie ja eigentlich auch von Feed zum Beispiel bekommen. Entweder, ja eben, also das ist halt, entweder ich baue einen eigenen Feed-Parser oder eben von Feed oder woanders her. Also das ist ja im Prinzip die Idee, das zu trennen. Ne? Also die Echtzeit-Info, wann beginnt es, von den Metadaten, die zum Beispiel aus dem Feed kommen oder aus Feed oder so. Weil dann müsste nicht alle Metadaten bei StudioLink eingetragen sein, sondern in Feed steht ja auch schon alles. Problem ist halt nur, das hat mir eben auch noch mal kurz erwähnt, dass es halt nach wie vor durchaus freie Radioszenen gibt, die haben halt kein Feed, die senden halt nur über den Streaming-Anbieter, in dem Fall nicht. Und dementsprechend wäre das natürlich, die müssen natürlich weiterhin, die würden wahrscheinlich auch weiterhin gerne dort in der Podlife-App landen. Das wäre dann natürlich daran nicht mehr so, der Fall. Zur Not müssten sie halt, es gibt ja das eine Radio, das dauernd sendet, aber nie erreichbar ist. Den habe ich auch schon geschrieben, ja. Das Thema, ja. Aber im Prinzip müsstest du dann halt tatsächlich einen Feed machen, wo drin steht, bin immer da. So ein Dummy-Feed. Ja. Nee, die senden auch nicht immer. Also diese ganze Funktionalität macht ja nur Sinn für etwas, was nicht immer Sinn macht. Ja, das brauche ich. Sinn, ja. Kannst du immer, ja. Genau. Und ich könnte natürlich als Podlife auch einfach sagen, fliegen halt raus. Ja gut, also man könnte ja durchaus was sein, was immer sendet, aber dann, also wie so klassisches lineares Radio, dass man sagt, das sendet immer irgendwas, aber die Show, die mich interessiert, die kommt morgen wahrscheinlich um 20 Uhr, vielleicht auch eine Viertelstunde später. Wir brauchen auf jeden Fall diese eine Partei, die sagt, vermutlich gibt es morgen um 19 Uhr unter der URL den Stream, der dich interessiert. Wenn du es genau wissen willst, dann musst du dich in diesem, wie heißt das Protokoll? MQTT. Subscriben. Da kriegst du genau Bescheid gesagt, wann es tatsächlich losgeht. Ja. Und dieser MQTT-Server, das ist jetzt die Frage, ist das Sache des Streaming-Servers oder ist das Sache von der Instanz, die sagt, vermutlich wird es morgen einen Livestream geben? Und meiner Ansicht nach gehört es eher daher zu der Instanz, vermutlich wird es morgen einen Livestream geben, weil die ist ja im Prinzip sowieso das, wo sich das ganze Wissen sammelt. Der Streaming-Service, der kann ja auch einfach nur ein Tumba Icecast sein. Ja. Ich meine, klar, wenn du jetzt deinen eigenen Icecast-Server aufsetzt, dann hast du halt das Problem, dass nach aber der Idee ist das Problem mit den Hörerzahlen, weil das wird dann gar nicht mehr. Ja, das wird dann eh schwierig, ne? Also kannst du aus der Icecast XML kannst du dir doch auslesen? Ja, dann muss ich wieder pollen, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht pollen. Ja, gut. Ja gut, aber das ist ja die Hörerzahlen, ja, das wäre ein optionales Feature. Also ist das so existenziell? Nee, aber Notifications würde ich dann auch nicht bekommen, oder? Also ja gut, die Notifications kriegst du ja über diese andere. Ja, aber wenn du jetzt achso, du würdest das trennen, würdest quasi das Streaming-Backend trennen von, das ist jetzt das Backend, wo ich als Podcaster meinen Channel-State ändern kann. Also ich würde diese Notifications in die, wie sagen wir noch mal, dieses Dreieck da. Im Moment ist es ja so, dass die das rechts ist das Streaming und links ist die Stream-Ankündigung. Und ich würde die Echtzeit-Notifications eben auch in diesen Ankündigungskanal, also die Ankündigungsinstanz packen, damit eben nicht alle drei, so ist ja so, dass alle drei Parteien müssen die Podlife-Extension kennen. Und das heißt, da ist ein Icecast-Server ist dann funktional. Ja. Wenn du die Echtzeit-Notifications nach links schiebst, dann müssen nur zwei von diesen drei Instanzen die Podlife-Extension unterstützen. Was bedeutet nach links? In den Podlife rein oder da, wo der weiße Pfeil herkommt. Das heißt, du müsstest halt dein Pre-Show und so weiter nicht mehr bei StudioLink theoretisch ändern, sondern beim... Nee, das... Ja, aber es...
das hat damit ja nichts zu tun. Das ist ja im User Interface, kann es ja trotzdem so aussehen, dass es in deiner StudioLink-App macht. Ja, ja, klar. Ob du dann inzwischen nochmal einen Notification Broker drin hast, ob der jetzt mehr Richtung oben oder mehr Richtung unten geschoben ist oder eine vierte Partei ist, ist ja vollkommen egal. Es wird natürlich dann, dass der Knopf, wenn der Podcast dann sagt, so jetzt geht der Livestream los, muss dann natürlich, der muss, so wie es jetzt ist, nur den Streaming-Service kennen, weil da muss er eh hinstreamen. Und in der anderen Variante müsste er dann auch den Podlove oder wer auch immer den Ankündigungsinstanz kennen, um der Bescheid sagen zu können, so gib mal Signal, dass es jetzt losgeht. Das wird an der Stelle dann eben komplizierter. Ja, es ist halt nur eine Verschiebung dann. Ne? Ja, das ist halt die Frage, was ist schmerzhafter? Also sagen wir so, ich würde jetzt mal so intuitiv denken, es ist wichtiger, den Streaming-Service unabhängig zu haben oder auf irgendeinen, was auch immer, Streaming-Service zurückgreifen zu können und dann zur Not von Hand im WordPress, im Podlove nochmal einen zweiten Klick zu setzen, so jetzt geht's los. Du kannst aber auch einfach für dein Icecast einen 10 Zeilen Bash-Script schreiben, was dann dem Broker Bescheid sagt, wenn er startet. Das kann man natürlich auch machen. Zumal Icecast, der glaube ich so Hooks drin hat, wo du dich sagen kannst, mach doch bitte das, wenn das passiert. Und kannst du gerade in Icecast ein Bash-Script schreiben sagen? Das ist irgendwie keine... Ja, die meisten das nicht. Für die Leute, die einen Icecast-Server aufsetzen, ist das kein Problem. Den eigenen Icecast haben. Und das muss ja nicht der es aufsetzt, muss ja nicht gleichzeitig schreiben. Ja, aber dann muss der Server irgendwas schon mal, dann nimmt der irgendwie noch daran teil, obwohl der eigentlich nicht mehr machen muss, als einen Input-Stream nach draußen zu ballern. Er fordert dann auf einmal eine Intelligenz an der Stelle, wo man sie eigentlich gar nicht braucht. Der hat sie ja schon. Das ist nur eine kleine Adapterschicht, um das dann halt auch vernünftig nutzbar zu machen. Und dann soll das was tun? Genau. Bescheid sagen, dass das Stream wirklich angefangen hat. Ja, aber welchem Broker, das ist ja genau der Punkt. Hat er einen eigenen Broker, was du jetzt meinst? Und wo läuft der Broker? Also tatsächlich, ich wäre für einen neutralen Broker, der halt für das Spiele. Achso, du meinst einfach so eine dritte Plattform, die nur als... Einfach so ein MQTT-Broker, den zum Beispiel Tim auf irgendeinem Server laufen hat, der einfach nur Notifications... Nicht noch eine weitere. Ja, dann hast du ja schon wieder, dann kann man es halt auch gleich... Das ist ein Standard und dann schreibst du halt meinetwegen... Ja, aber wenn es ein Standard ist, muss es halt trotzdem da sein. Ja. Der muss fischbar sein. Auf den Standards basieren, wenn er halt nicht da ist, obwohl er eigentlich mit dem Rest nichts... Dann wieder ein zentrales Geht halt alles auf einmal nicht. Du kannst ja mehrere von diesen Brokern haben und dann sagst du im Podcast viel wieder, wo du nachfragen musst. Das ist kompliziert Ding. Ich meine, was eigentlich erstmal fehlt, ist überhaupt diese Information im Feed, weil sonst kann man das irgendwie sowieso alles komplett vergessen. Dann sollten wir vielleicht auch gleich nochmal mit Erik sprechen. Und wir haben ja schon ein paar Mal drüber nachgedacht, wie man das so machen kann. Und bevor wir uns vielleicht zu sehr in, wie müsste dieser Standard jetzt genau aussehen, damit er alle erdenklichen Fälle abdeckt, einfach mal versuchen, so bauen einfach mal so beta-mäßig eine Information ein, schieben das irgendwie in den Publisher so als aktivierbares Modul, damit es erstmal nicht groß stört. Aber jeder, der Live-Sendungen macht und weiß, wann die stattfindet, kann das irgendwie mit reinschreiben und dann taucht das einfach mit dem Feed auf als zusätzliches Item ohne Enclosure. Das ist ja sozusagen die Idee dahinter. Wird dieses Item dann später ersetzt, also durch den eigentlichen Enclosure-Ding? Oder wenn die eigentliche Aufnahme dann kommt, dann entfällt natürlich dieses Ankündigungs-Item und hat auch eine andere GUID. Okay. Und da sie halt keine Enclosure hat, hat es... Sollte es auf die meisten Podcast-Apps kein, also eigentlich sollten alle kein, also ich weiß, dass es bei, oder also ich weiß, gehe davon aus, dass zum Beispiel die iTunes-Podcast, die iOS-Podcast-App das einfach ignoriert, weil das ist das, wie sie es bisher immer gemacht hat, keine Ahnung, was sie jetzt da verbrochen haben in iOS 11, aber mein Wissensstand ist, die meisten ignorieren es einfach, weil sie damit ja nichts, da gibt es ja nichts zum Runterladen, kann sein, dass irgendeine das anzeigt und dann irgendwie 04 ausgibt oder so, weil sie gerade versucht, einen Nullstring im Internet aufzulösen, aber dann haben die sowieso andere Probleme. Dann hätte man quasi schon mal die Information, ist schon mal da. FÜD kann sie lesen, Christian kann seinen Kalender damit aktualisieren.
Ja, man muss nicht mehr irgendwelche ICS-Dateien aus dem Internet bruckeln und sich da die Informationen rausholen, sondern du hast die volle Meta-Information mit Coverart und Pipapo, alles ohnehin schon, also einfach for free, ohne dass irgendwas noch zusätzlich abonniert werden muss, weil der Feed ist ja ohnehin schon da und er checkt sie laufend und wenn der Feed sich ändert, dann guckt er nach, also das Feed macht schon mal sehr viel davon und wäre dann schon mal so eine dezentrale Stelle, weil im Prinzip könntest du oder wer auch immer einfach dann bei Feed so an den Kalenderschnorchel dich ranhängen und dir vielleicht auch noch Webhooks schicken lassen oder was weiß ich. Und du kriegst diese ganzen Informationen einfach auch aus einem einzigen Kanal, weil für das einsammelt. Dann gibt es zumindest schon mal einen Kalender. Ne? Dann können Kalender, wir das unabhängig erstmal das bisherige Push-System mal laufen lassen. Und es gäbe halt auch noch eine Meta-Information, die jetzt im aller einfachsten Fall einfach in der Icecast-Reihe ist. Ja. Wo natürlich jetzt wenig Sonstiges drinsteht. Ja, ist die Frage, ob jetzt noch so viel drinstehen muss, aber man hätte zumindest dieses wann, wo, wer durch dein Backend kann sich alle Events generieren, wie es lustig und launig ist und auf einmal hättest du quasi out of the box für alle Podcasts, die live senden, die den Publisher verwenden, was ja sagen wir mal, für uns schon mal eine ausreichend kritische Masse ist und die das natürlich auch benutzen, das Tool, wäre das sozusagen schon mal da. Deswegen würdest du dann auf deiner Seite, also bei mir wäre quasi weiterhin Meta-Information der Feed, du holst den Feed aus meinen Meta-Informationen und darüber wird die Verbindung hergestellt. Weil Was lieferst du denn mehr als jetzt nur den Stream? Derzeit. Die ganzen Meta-Tags und Namen, Titel, aktuell halt alles, was ich habe. Ne? URL ist optional. Oh, das wäre auch schon dann bei Feed alles da. Ja, das Matching halt, wenn das Feed bei mir angelegt ist, wie ist es dann verbunden? Also wenn nur der Name existiert, dann kann man zwar versuchen, den Feed zu suchen, aber ob das dann matcht, das ist dann ja eine andere Frage. Ne? Wenn jetzt was soll denn matchen? Na, das Stream zu dem Podcast. Na gut, aber das schreibe ich ja in meinen Feed rein. Ich schreibe ja rein, Freakshow, nächste Sendung um diese URL. Und die URL ist dann Stream Studio Link, Session Meta-Ebene, Freakshow, was auch immer. Jetzt, Sebastian argumentiert gerade, wenn man das Feedfeld nicht hätte, weiß bei ihm, dass er dann suchen müsste, wie der Feed lautet, oder? Ja, das Problem ist, dass es geht ja jetzt darum, wie kann man einen sanften Übergang machen. Ne? Also ich könnte einen Kalender anzeigen, aber ich müsste ja dann erstmal noch bei dem alten System bleiben, dass ich diese Echtzeitinfos von Sebastian bekomme und was momentan so funktioniert. Ja, aber du kannst dich doch über diese Stream-URL auch registrieren. Und wo registrieren? Bei ihm? Ja. Es gibt doch noch nichts dafür. Das wir reden ja auch mehr in Zukunft. Ja, okay, dann müsste man ja direkt alles bauen. Ich dachte, du meinst jetzt erst, dass wir das Schritt für Schritt machen. Also das ist ja, das klar, Schritt für Schritt. Ich bin jetzt bei Schritt 2. Ja, Schritt 1 ist, dann hier der Stream aufmachen, Strom kommt oder kommt nicht, fertig. So. Nächste Frage war, in der Architektur, die ihr jetzt gerade aufgebaut habt, werden ja Metadaten mitgeliefert, die aber tatsächlich in dem neuen Modell da wären. Ja, die hättest du schon alle vorher schon. Man muss sie nicht mehr einzeln angeben. Der Streaming-Server muss die nicht liefern, weil die sind bei FIT quasi schon, die sind schon dabei, schon da. Ja. Der kritische Punkt ist jetzt, wie kann ich bei dem alten... Du könntest auch diesen Feed lesen. Also wenn ich bei dir Kunde bin, dann würdest du halt auch von der Freakshow diesen Feed lesen und wüsstest, wann ich der Meinung bin, dass ich über dich sende. Also du hättest auch mehr Informationen als jetzt, wenn du immer erst jetzt aufwachst, wenn ich da diesen Button drücke. Also, Sendung, ich brauche Metadaten und so. Die ganzen Metadaten hätte ich schon eingegeben. Ja? Wochen vorher. Ja, oder gar nicht eingeben. Ne? Ja, also würde die UI aussehen, dass ich baue einen Feed, also wir haben begrenzte Ressourcen und wir bauen irgendwas doppelt. Das ist dann auch irgendwie. Ich sag nur, du könntest es dir holen. Du musst es dir nicht holen, weil du kannst auch einfach nur streamen. Aber wenn du es unbedingt wissen willst, wenn du irgendwas hochfahren willst oder Warteschleifen automatisch schon mal, weil du könntest ja zum Beispiel den Stream schon mal starten zu dem angekündigten Zeitpunkt. Und wenn ich noch nicht liefere,
läuft eine voreingestellte Warteschleife, was wiederum sicherstellt, dass der Stream schon da ist, ja, bevor ich tatsächlich. Aber dann kommen wir zu dem Problem. Das gab es bei Xenem nämlich oft, dass es Ankündigungen gab, die dann einfach, ach, wir senden heute doch nicht, die Ankündigung bleibt aber stehen. Und dann hast du da einen stundenlang irgendeinen so Pausenstream am Laufen und keiner sendet. Und die, das Echtzeit-Update, nehmen wir jetzt 5 Minuten ja vorher die Ankündigung. Das ist aber immer noch eine bessere Experience als halt irgendwie nur 404, weil das immer nur so nach Fehler riecht. Aber dann sieht es wenigstens nicht so aus, als würde jemand senden. Ja. Man kann ja auch, wenn innerhalb von 15 Minuten dann nichts kommt, das auch wieder runterfahren. Also das sind ja alles Situationen, mit denen man irgendwie intelligent umgehen kann, so, und dann ist dann halt nichts da. Aber du könntest auf jeden Fall sagen, okay, du sagst 20 Uhr fängst du an zu senden, ich bin im Prinzip ja ohnehin jederzeit empfangsbereit, also ich kann ja auch eine halbe Stunde vorher mal einen Stream einschalten, dann ist das halt der Stream, der kommt. Aber wenn keiner kommt, dann wird spätestens 5 Minuten vor 20 Uhr die Warteschleife mit der voreingestellten Warteschleife-Musik abgespielt. Spielt die so lange, bis der richtige Stream kommt. Und wenn nach 15 Minuten immer noch nichts da ist, dann fährt er das Teil wieder runter. Oder tauscht den Sound aus, wo irgendwelche Betrunkene singen, ja, die von der Freakshow kriegen ja eh nichts. Da gibt es schon den, das File 2. Ja, oder ein, wir haben leider immer noch keinen Stream. Ja. Wir wissen nicht, was los ist. Schau doch mal auf der Homepage nach. Also mit 404 ist die Sendung ausgefallen. Also, Audio 404. Damit kann man auch intelligent umgehen. Ja, auch nicht. Ja. Alles keine unumschiffbaren Lösungen. So, ne? Also wir sollten es möglichst einfach halten, diese ganze Nummer. Und ich glaube nicht, dass man unbedingt jetzt gleich zweiten Schritt schon große Protokolle bauen muss, wo man es eigentlich auch einfacher haben kann. Also lass uns mal von der Nutzersicht her angehen. Bisher habe ich dieses Formular, wo ich das Zeug eingebe, das habe ich schon vor der Sendung eingegeben eigentlich? Oder wie? Oder das, welcher Nutzer? Der Podcaster oder der Hörer? Der Podcaster oder der Hörer? Der Podcaster. Okay. So, das heißt, dann habe ich in Zukunft so eine Auswahlform, trage da deine Feed-URL ein oder stattdessen diese Felder machen. Ich kann dir sagen, wie ich das haben will. Das ist maßgeblich. Ja? Ich gehe auf Podlove. Was ist die Homepage von deinem Streaming-Service? Gibt es die schon? Stream.studio.de. So, dann logge ich mich da ein mit meinem Account, den es noch nicht gibt. Oder Spoiler, Stream.studio.de. Ja, wie auch immer. Also genau. Es gibt da ein Portal, Streaming-Portal. Ich logge mich dann mit meinem Account ein, sage ich bin hier. Und dann trage ich irgendwie Feeds ein. Mhm. So. Das muss nicht ein Podcast-Feed sein, sondern ich könnte dir auch eine ICS-Datei geben, wenn dir das lieber ist. Die ist aber auch nicht geil zu parsen. Oder das Modul, was halt diese Information in den Feed reintut, stellt außerdem auch noch eine URL bereit, in der einfach nur die nächste Sendung als XML ausgespuckt wird und das kriegst du dann irgendwie auch noch geparst. So. Wobei Feed-Parsen ist jetzt auch nicht so ein Drama. Zurück zur User Story bitte. So, ja, also ich füge da halt eine Quelle ein, sagen wir es mal so. Die könnte mein Podcast-Feed sein, das wäre sinnvoll. Ja? Und sage halt einfach, ich will senden. So, kriege ich eine entsprechende URL zugeteilt. Ja? Diese Registrierung könnte man dann auch in ein Modul packen, in den Publisher, das alles automatisch läuft. Und dann liegt diese Information davor und ab dem Moment weißt du auf jeden Fall schon mal, worauf du zu reagieren hast. Weil in dem Moment, wo in dem Feed irgendwie mit einem Vorlauf von einem Tag eine Sendung auftaucht, ne, kann man auch mal pingen. Jetzt sind wir kurz vor der Sendung. Also du hast deinen Reaper offen, hast dein Studio-Link-Stream-Dings da auf. Jetzt, was macht die? Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt muss ich mir schon gar keine Gedanken mehr machen. Du bist schon eingeloggt als derselbe Nutzer. Ich mache mein Setup, ich weiß, 8:05 geht dieser Stream online und spielt Freakshow Warteschleife. Und woher weißt jetzt dein Reaper, dass es jetzt Freakshow sendet? Einfach weil du gerade zu dem Zeitpunkt aufmachst? Oder? Mein Reaper? Du musst das doch gar nicht wissen. Ja, da dein Studio-Link-Plugin in Reaper. Mein Studio-Link in Reaper sollte die Möglichkeit haben, dass ich diese URL da konfiguriere. Ja, das Problem ist, damit sind wir jetzt irgendwie vom Ein-Klick-Button natürlich jetzt relativ weit entfernt wieder. Ne? Also ja, aber ich muss halt sowieso den ganzen Mumpitz irgendwie eingeben. Also muss das sowieso die URL
Gut, ich könnte, ja, gut, ich könnte jetzt beim, ja, das könnte ich ja beim... Wie merkst du denn derzeit die URL? So mit einer random Streaming-Order, ja. Also, über den Account. Ist es so, du drückst den Streaming-Button, dann tigert der quasi im Hintergrund los und macht direkt einen Voice-over-IP auf und öffnet für dich bei mir auf dem Webserver eine URL. Ja, aber ich kann auch eine feste URL einstellen. Naja, die URL hat den Authentication-String, den er lokal generiert hat, zur Identifizierung deines Logins. Ja. Und wo matcht das auf eine Vanity-URL? Das matcht bei mir im Backend auf eine Vanity-URL und nicht nur auf eine, sondern aktuell halt auf eine zu N-Streams, die du dann ja auswählen kannst. Hm. So, und statt du dann jetzt Streams auswählst, würdest du dann Sendungen, die vorher über besagtes Webinterface angelegt wurden. Ich würde es halt wieder anders denken. Wenn ich auf dem Rechner das erste Mal diesen Button drücke, dann startet er nicht sofort einen Stream, sondern macht den Login auf. Ich bin dann auf der Webseite, log mich ein. Also meine Herangehensweise wäre jetzt gewesen, es gibt halt den Login. Dort packe ich dann quasi die Registrierungs-URL, mappe ich dann zu dem Account. Das wäre mein Ansatz. Den Zwangslogin brauchst du ja spätestens, wenn du Paid-Account hast. Genau, und da kommst du ja sowieso nicht mehr dran vorbei. Genau, da mache ich das dann ja sowieso für die Dinger, dass man da einfach seine Unique IDs einmal reintickert und dann quasi sagt, okay, dieser Client gehört zu mir. Mein Account, der wird über... Aber wie soll ich denn dann mehrere Sendungen unterscheiden? Ne, das bleibt ja. Du drückst dann unter die UI, wo du dann auswählen kannst, welche Sendung sendest du. Genau. Und jeder Rechner, der... Anmache. Genau, und jeder Rechner, der quasi gemappt ist zu deinem Account, kann überall streamen. Da kann man natürlich... Du sparst dir halt nur das Username und Passwort eingeben. Aber es sollte halt... Eigentlich fände es halt ganz gut, wenn dieser Stream nicht sofort losläuft, wenn man da draufklickt. Ne? Tut er aktuell, ja. Also er läuft zwar im Hintergrund... Ja, sind wir sofort. Ich da draufklicke, im Moment die Webseite auf und dann lädt er. Er geht auf den Online-Status, ja. Der sendet. Ich glaube, er geht nur auf den Status Online. Und das ist in der App nicht sichtbar, aber wenn man die URL kennt, ist es sichtbar. Und dann wird man ja aufgefordert, jetzt einen anderen Status zu wählen. Da kann man ja sagen, ja. Ich weiß nicht. Ich meine, ich tue das, aber ich weiß es gerade nicht. Warte, bis der Status gesetzt ist. Weil das Plugin macht die ganze Zeit sowieso, wenn es keine Verbindung kriegt, dann alle 5 Sekunden versucht, eine neue Verbindung aufzubauen. Also wenn ich am Server irgendwie ablehne die Verbindung, dann tickert das Ding die ganze Zeit los. Und wie viel Status sind es denn nochmal? Hm? Also was nach online kommt was? Es gibt online, Pre-Show, Test, Live, Post-Show und Break. Okay, das heißt, das Online ist einfach nur ein bisschen... Ich habe kein Problem, dass das Audio schon sendet, nur... Ja, wenn du nicht weißt, dass es live und online was unterschiedlich ist, könntest du... Also das ist sozusagen unter einer Sendungs-URL dann auch verfügbar ist schon, ne? Und eigentlich also in der Hotline-App hast du es definitiv noch nicht drin. Also du kriegst erst das Auswahlfenster, da kannst du dann zum Beispiel Test anklicken. Obwohl, nee, Test geben wir mittlerweile durch, ne? Da hatten wir die Hier. Also es wird auf jeden Fall derzeit noch Test nicht klar angezeigt. Habe ich mir, weil ich dachte, das macht schon Sinn. Du kommst auf jeden Fall mit so einem modalen Fenster hoch und das erzeugt schon mal Stress. So modale Fenster heißt immer Stress. Ja, wir hatten halt das Problem. Du hast jetzt einen Stream eingerichtet, wir senden das auch schon zum Server und jetzt wähle aus, welche deiner Shows jetzt hier ist. Ist das irgendwie Logbuch-Netzpolitik, ist das Freakshow, ist das... Das kann ja der Forscher sein. Ja, eigentlich möchtest du doch aus... Wähle ich einfach die aus, klicke da irgendwie auf das Icon drauf, damit ist auch klar, unter welcher URL das irgendwie verfügbar ist. Möchtest du nicht eigentlich auswählen, welche Episode es ist? Nein. Es ist die aktuelle Episode. An dem Thema ist sie nämlich schon zerbrochen gefühlt, intern. Also das ist eine schlechte Idee. Das ganze Ausfüllen von Metadaten, das setzt mich nicht. Ich weiß sowieso nicht, was da rein. Stopp, wir sind jetzt gerade in der Zukunft. Du hast vorher gesagt, du hast die URL schon eingetragen. Damit wissen wir, welche Episoden kommen. Damit könnte man da auch gleich neben jede Sendung schreiben, das ist diese Episode, die du jetzt schickst. Ich habe doch immer denselben Reaper. Es geht auch immer aus derselben Installation raus. Ich weiß, was er meint. Er meinte jetzt, du hast im Podlove vorher über den RSS-Feed eine Sendung angekündigt. Ja. Ne? Folge so und so kommt dann und dann.
Und dann startet die Sendung tatsächlich und seine Idee war jetzt, dass du in dem Moment auch noch zuordnen kannst und dann sagen, okay, das ist jetzt diese Episode von diesem Podcast. Ob das Sinn macht, das zuzuordnen. Diese Episode gibt es ja noch gar nicht. Aber du hast doch gerade vorhin davon gesprochen, dass du diese URL im Streaming-Backend schon eingetragen hast. Zu diesem Feed, in dem auch so ein Item, wie wir hier auf dem Beamer gerade sehen, mit drin, schon drin ist, oder? Ja, aber von dieser URL weiß ja mein Reaper nichts. Aber du hast ja das Mapping über den Streaming-Service von deinem Reaper auf deinen Nutzer, an dem die Sendung mit den Episoden hängt. Was ist trotzdem nicht, welche Sendung. Ich glaube, er meint jetzt, dass StudioLink ja über den Feed auch dann wüsste, welche Sendung du vorher angekündigt hast und du dann direkt bei StudioLink auch welche dieser Sendungen, die ich angekündigt habe, ich jetzt hier über meinen Reaper gerade raussende. Ja, deshalb meinte er ja, dass du das dann auswählen kannst. Ja, indem ich einfach auf das Show-Icon draufklicke. Ja. Mit der Episode hat das ja nichts zu tun. Also. Vorbei. Ja, wie gesagt, ich bräuchte halt UML oder Diagramme. Es kann ja sein, dass ich zwei Sendungen gleichzeitig mache. Ja, also grundsätzlich. Aber es könnte auch sein, dass du zwei angekündigt hast. Hast du Freakshow 530, Freakshow 532? Nee, schon für live oder nur so? Eine nächste Sendung. Ja, aber okay. Zwei Sendungen derselben Show gleichzeitig stattfinden. Nee, nicht gleichzeitig, aber angekündigt könnten sie sein. Ja, weißt du, du kannst schon sagen, am 3.4. sende ich die und am 5.4. sende ich die nächste. Und dann wäre es schon sinnvoll auszuwählen, okay, klar meine ich jetzt die nächste und nicht die übernächste. Ja, so. Gut, das könntest du ja auch am Anfang vom Datum. Ich ja nicht. Du würdest das könnte natürlich das Backend einfach über das Datum mal zuordnen. Matchen. Macht Sinn, den nächsten zu nehmen. Ja. Ist es auch sinnvoll, dass immer nur die nächsten. Aber dieses Matching ist schwierig. Also, weil bei Xenium gab es da quasi irgendwann, glaube ich, so ein Dropdown, wo irgendwie 10 verschiedene Algorithmen zum Auswahl waren, welches Matching man denn jetzt verwenden möchte, welche Episode. Weil, ja, weil er immer, immer die Metadaten aus den Nicecasts genommen hat. Ja, aber es gibt ja auch das Problem, wenn jetzt die Sendung angekündigt war, die findet nicht statt, dann ist danach eine Sendung angekündigt, die findet statt und dann machst du das Matching nach dem Datum, das reicht dann wieder nicht. Dann musst du noch genauer machen, dann hält man sich nicht, also nach dem Datum ist zu wenig. Ne? Ja, kann die über die ID oder genau, also ich würde tatsächlich mit Post, dann kannst du ja immer noch Händchen greifen, oder? Komplex, also, ich glaube, wir denken, das ist zu kompliziert. Also eigentlich ist nur, die nächste Sendung ist die nächste Sendung. Ja, die oberste also, einfach. Ich mal höre es nicht. Wahnsinn, wenn er sagt so, du bist aber einen Tag zu früh dran. Zum Beispiel. Bist du sicher? Diese Sendung nicht löschen? Ja, nein. Ja, das kann ja passieren, ne? Also wenn jetzt jemand spontan einen Stream macht, hat aber einen angekündigt für die Woche danach. Dass man alternativ könnte man in dem Moment sagen, das ist aber jetzt nur eine Testsendung, nicht die, die ich angekündigt habe. Aber vielleicht ist ja keine Testsendung, vielleicht hat er einfach vergessen anzukündigen. Ja, das kann ich ja auswählen dann. Das macht schon Sinn. Es ist sinnvoll, quasi per Default die nächste zu nehmen, vorauszuwählen, und dann aber die dass man die explizit noch bestätigt mit, ja, das ist jetzt diese Sendung, damit ich in dem Moment auch sagen kann, nee, das ist jetzt nur ein Test. Inklusive einem Plus-Button unten dran, wo man zum neuen Test anlegen kann. Genau, oder so. Und der Test kann dann dieselbe URL benutzen oder eine andere. Oder, ja, so. oder eine überraschende Sendung. Ich meine, ich habe jetzt hier irgendwo, treffe ich irgendjemand, wo ich sage, mit dem möchte ich jetzt sofort live loslegen, war nicht vorher zu sehen. Genau, oder das, genau, ich kündige die Sendung in dem Sinne auch nicht an, so ist ja, wie es jetzt ist. Nee, gut. Ich habe jetzt einfach geplant, nächsten Samstag interviewe ich den und den. Und jetzt hier läuft mir zufälligerweise Tim Pritloff über den Weg. Ich halte ein Mikrofon unter die Nase und sage. Die Frage ist, wie kriege ich als Podlife das damit, wenn du jetzt über StudioLink startest? Ne? Weil wenn diese Webhook-Echtzeit-Info jetzt im Item drin steht und ich mich nur für dieses Item registriere, dann kriege ich das ja gar nicht mit. Nee, du registrierst dich für den Podcast, ja. Aber dann müssen wir das halt. Ja. Da kommt dann die Sendung, welche auch immer kommt. Eine Testsendung kriegst du vielleicht nicht mit, ne? Weil die wird ja nicht notified, oder? Ja, doch. Aber können wir ausdiskutieren, ja, was da jetzt drin ist oder nicht. Ja, also so non-public irgendwie. Also auf jeden Fall sollte man so einen nicht. Aber dann müsste man die auswählen können. Und. Dann müsste man sich ja wieder überlegen, ob man das, was wir jetzt hier gerade sehen, was an einem Item hängt, eben, das müsste über an den Channel hängt. Ja, das war jetzt genau der Punkt. Weil du eigentlich sagst,
abonnierst du nur eine Sendung oder einen Podcast und nicht ein Item. Ja, das müsste man rausziehen. Ja. Richtig. Das ist sogar schon mal. Genau. Dass wir generell für eine Show eigentlich diese Stream-Informationen auf Channel-Ebene haben. Nein. Und die Zeit auf dem Item? Aber so die Stream-Information, die kann sich ja pro Item auch unterscheiden, weil es gibt ja die Möglichkeit, unterschiedliche Sprachen zu haben pro Stream, je nachdem, was man jetzt haben will. Aber machen wir es. Okay, ich meine, man könnte das ist halt ja sehr sagen, allgemein gehalten, die Information kann in der Episode only sein, aber man kann sie auch auf dem Channel. Ja, aber dann implementieren die Leute wieder nur die Hälfte oder sowas. Also ich finde, die Stream-URLs sollten schon pro Item sein, weil es kann ja sein, dass sich das jedes Mal unterscheidet. Es geht gerade um die... Meistens nicht, aber kann schon sein, wenn man jetzt sagt, ja, ich bin hier auf einem besonderen Event, ich habe hier noch eine Übersetzung für dieses Item. Ja gut, aber nicht wenn keine angekündigt ist, worauf registrierst du dich dann? Weil wenn wir generell auf sagen, Events, hier auf gibt es ein Streaming, hier gibt es einen Stream, da könnte jederzeit eine Sendung aufpoppen. Ja, also das hier, das würde ich rausziehen. Ja. Das drunter aber nicht, die URLs nicht. Die Frage ist... Beim Zweifelsfall kriegst du ja auch über den Webhook die Streaming-URL wieder zurückgeliefert, oder nicht? Könnte man tun. Muss aber nicht sein. Nö, aber ja, und vor allem, du möchtest ja das Fallback haben, dass du gar keinen... Das muss ja auch ohne Webhook funktionieren. Schon klar. Dann kann ich aber immer noch in der Podlife oder in irgendeiner Podcast-App sagen, ich habe gerade auf Twitter gelesen... Podcast XY ist jetzt live, machen wir mal den Livestream jetzt auch für den. Das würde dann gehen, wenn man das rauszieht und diese Webhooks auf Channel-Ebene macht, weil ich dann immer was bekomme. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel, weil die Probleme, die ich da jetzt zum Beispiel als Streaming-Anbieter sehen würde, ist, dass die URL da jetzt fix drin ist. Das bringt uns natürlich relativ schnell in Probleme, wenn ich mal irgendwas am Aufbau dieser URL ändere. Ja, das ist die Frage, ne? Trägt man die bei Podlove fest ein? Aber wenn sich bei meinem Streaming-Anbieter was verändert, dann kannst du auch als Podcaster das auch in meinen Zuspielungen ändern. Die Frage wäre halt, ob man das nicht irgendwie sagt, okay, ich gebe eine generelle URL, wo diese Streams zu finden sind, die jetzt gültig sind. Das soll eh wieder wegnehmen. Ja, aber dann hast du wieder das Problem, dass es nicht funktioniert für Podcast-Clients, die nur den Feed nutzen. Du möchtest ja, das, was der Tim vorhin meinte, wenn du nur jetzt den Feed nutzt und sagst, keine Echtzeitinfos, ich zeige einfach an, das was angekündigt ist und die in die Zeit, die in die URLs, kann ich abspielen. Fertig. Ne? Wenn du jetzt sagst, du packst die Stream-URLs nicht mehr da rein, sondern die müssen hier extra geladen werden, dann funktioniert das nicht mehr. Ich finde es schon okay, das ändert sich nicht so oft, dann zu sagen, ja, der Podcaster muss halt also bei mir ist im Podlab das einstellen. Und zum Beispiel der Publisher würde es eh nicht erlauben, Episode die URL neu zu setzen, sondern die setzt du einmal global mit das ist einfach mal die Streaming-URL für diesen Podcast, fertig ist die Laube, dann repliziert sich das zwar in jedem Item, aber zumindest steht es da drin und du kannst halt nur das eine Item parsen. Ja, aber technisch möglich sollte es schon sein, dass man also mehr das muss nicht implementieren müssen und schauen müssen, wie es läuft. So. Aber grundsätzlich mal einmal nur mit irgendwie einer Stream-URL. Was haben wir denn da drin? Ja, die Frage ist, ob da als Stream... Schon mehrere Streams? Ja, das ist sogar noch komplexer. Ich habe das da schon reduziert als Beispiel. Also wir können hier gucken, da gibt es ja sogar noch... Das kam ja noch von deinem Entwurf damals. Ne? Da gibt es ja sogar mehrere Streams mit unterschiedlichem Titel. Ne? Dann kann es mit Video geben... Unterschiedliche Bitraten, das GSW ist sehr, HLS, also gibt es ja alles, ne? Macht ja eigentlich auch Sinn, den Standard möglichst offen zu gestalten. Das war, das ist so diese Kongress. Ja, hier. Zum Beispiel, ja. Und ich meine, auch. Hier, macht ja Sinn, das mitzudenken, ja. Also auch die Streaming, also wenn man zum Beispiel die Subscribe genauso als transferieren Chat würden. Ja. Hätten wir auch Video und Audio separat. Aber nicht mehr eine Sprache. Ja, aber im Kongress schon. Kann ich auch gleich... Naja, wenn du mehrere Sprachen hast. Ist jetzt für Podcasts wahrscheinlich übertrieben erstmal, aber das stört ja nicht. Man kann es ja eben auch, wenn dann halt nur eins... Der nächste Dienst, der kommt.
Livestream. Das macht dann die Alexa. Ja, dann können wir endlich den englischen Markt aufrollen. Naja, halt so live übersetzen, das war ja so der Hintergedanke. Ne? Auf dem Kongress hast du es halt im Original und live übersetzt und das ist dann schon keine ganz unwichtige Information. Das ist ein Stream für den Live-Übersetzungsdienst, der so sich dann verzögert. Ja, aber auch da, wenn ich jetzt denke, okay, ich nehme so eine Schedule XML, wie man es von Frapp, oder eigentlich Pentabuff her definiert hat, plus die Streams API, die Stream-Webseite momentan ausspuckt. Das wird ja, explodiert ja alles, wenn ich für jeden Talk nochmal die Streaming-URLs angeben muss. Also, mir wäre ein Prefix tatsächlich lieber. Also, was meinst du jetzt mit Prefix? Naja, dass ich halt, also bei mir ist es aktuell ja der Podcast-Name, also ich, dass halt Schema abgeleitet wird. Das ist natürlich nicht sehr irgendwie, natürlich schwierig, wenn jetzt wirklich ein x-beliebiger Dienst kommt, der müsste das Schema dann übernehmen. Ja eben, der müsste ja dein Schema dann kennen. Ne? So, du kannst ja das Schema trotzdem verwenden hier irgendwie. Wobei, das müsste halt, ja, das müsste halt dann der Podcaster bei Podlove eintragen, wenn er jetzt. Man, hier kann man sich einfach dadurch helfen, dass ja einfach Multispeed optional ist. Also ich, ja Podlove müsste eigentlich bei mir einmal ziehen, was habe ich eigentlich. Ja, das kann ja der Podcaster einmal eintragen. Das sieht, wenn du einen Account erstellst. Das URL wäre eigentlich ganz nett, weil das will keiner mit der Hand eintragen, besonders wenn es um verschiedene Bitwarten geht. Ja, aber in der Zukunft wird es doch rauslaufen auf eine HLS-URL und gut ist. Also Bitrate, ja, und dann sagen ist Bitrate wahrscheinlich auch nicht. Eigentlich alles ist irgendwie optional. Das Minimum ist Streaming-URL. Eine URL. Ja. Gut, MIME-Type vielleicht noch. Kann man auch sagen, ja. Irgendwie schmeißt ja irgendwas um die Ohren, damit kommst guckst du halt mal, ob es geht. So. Ja. Würde immer noch funktionieren, Bitrate kann man auch weglassen, weil, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Man könnte im Prinzip sogar einen Titel weglassen, ja. Weil der sich default einfach aus Name des Podcasts oder, wenn angegeben, Name dieser Episode zusammensetzt. Ja, ein Podcast gibt es ja nicht, das hat ein Play-Button und gut ist. Ne? Also könnte man alles weglassen und es nur für den Fall, dass man mehrere Streams unterscheiden möchte. Dass es Audio ist, wäre schön. Ist der Titel auf der Streams-Gruppe relevant? Ja, brauchst du, wenn du so komplizierte Dinge hast, schon. Aber man könnte natürlich auch sagen, man braucht diese Oberkategorie gar nicht und man macht nur diese Elemente. Ne? Und zieht dann vielleicht noch die Sprache hier rein. Und das wäre eh ganz sinnvoll, finde ich. Das ist so ein häufiges. Dass ein Stream reicht, aber du kannst auch ein Streams-Element machen, wo mehrere Streams. Nee, einfach, dass man auf diese Gruppierung verzichtet und einfach die Sprache hier unten reinzieht, den Titel und das Media und also das hier schmeißt man komplett raus. Die Gruppierung macht ja insofern Sinn, als dass ja da Dinge gruppiert sind, die ja eigentlich dasselbe enthalten. Ja. Und du halt auf einer höheren Ebene erstmal unterscheidest, will ich irgendwie nur Audio, will ich Audio mit einer Übersetzung? Will ich, keine Ahnung, da habe ich es nicht richtig ausgefüllt, oder will ich das Video oder das Video mit Übersetzer? Oder sagen wir mal einfach ausgedrückt hier auf der Subscribe, will ich jetzt Audio oder will ich jetzt Video? Ja. Jetzt als MP3 auf der Subscribe hast du noch, möchte ich HD oder möchte ich SD? Ja. Und möchte ich WebM oder MP4? Was du dann halt innerhalb, weil die Streams sind dann sozusagen identisch, die liefern denselben Content, aber die haben nur eine andere Technik oder eine andere Quelle. Das kann ja auch ein alternativer Server sein. Ja, dass ich sage, auch ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt über Studio Link heute mache oder über meinen eigenen, und dann ist das irgendwie so ein Fallback. Aber nicht unbedingt denselben Content, also die verschiedenen Sprachen hier. Aber eigentlich sollte man das wirklich ausklammern, das macht so viel kaputt. Also weil, selbst denn, gerade habe ich gesagt, es macht keinen Sinn, auf die einzelnen Episoden das machen. Wenn ich aber auf diese Sprache schaue, dann macht es plötzlich doch wieder Sinn. Weil wenn der Originalsprache jetzt Deutsch ist, dann, also die Sprache von meinem Hauptstream ändert sich halt ständig, je nachdem, was die Primärsprache im Saal ist. Ja, oder bei Podcasts auch. Es gibt ja, gut, wenn sie keinen unterschiedlichen Feed dafür anlegen. Ja, irgendwie heißt der auch Stream Launch. Wenn die Sprache nicht weiß, gibst du sie nie an. Ja, aber jetzt hast du
jetzt hast du so die Sendung angekündigt und jetzt kommt doch nur ein deutscher Audio-Stream raus. Der Video-Stream tut nicht, die Ding tut nicht. Was macht der Client dann? Dann muss er immer noch im Prinzip Fallback alles andere abfragen. Also 404, der User sucht will den Video-Stream sehen, den gibt's nicht, deine Schuld. Eigentlich, wenn wir mal wieder vorhin mit HLS sind, da brauche ich das alles gar nicht. Da hab ich, kann ich downgraden. Da gibt aber ich nicht zwischen Audio und Video. Natürlich. Über HLS kannst du auch einen Audio-Index zwischen Audio und Video hinterherschalten. Kannst du alles in eins reinpacken. Passt auch. Wenn du nicht genügend Bandbreite hast, machst du nur noch Audio. Ja, wir können natürlich auch annehmen, dass die Streaming-Protokolle so intelligent sind, dass diese Unterscheidung an dieser Stelle gar nicht mehr erforderlich ist. Dann haben wir halt keine Flexibilität mit alter Scheiße und das ist Quatsch, ja. Flexibilität gibt es dann nur mit neuen Protokollen. Also wenn wir den Keep It Simple-Ding, dann ist es HLS und MP3. Ja, aber das lässt sich ja auch damit umsetzen, oder? Das wäre halt, man muss halt dann nicht alles einfach. Macht die Dash wäre halt wahrscheinlich. Du hättest dann halt ein so ein Streams-Element und dann wären halt zwei Stream-Dinger da drin und gut ist. Also man muss sich halt wirklich entscheiden, möchte man diesen Kongress verabbilden oder nicht. Wenn man ihn abbilden möchte, wird es halt alles komplizierter. Dann machen wir es halt erstmal einfach. Angenommen, wir bauen jetzt in den Publisher so ein Modul ein, wo ich sagen kann, die nächste Live-Sendung. Also gar nicht groß mit irgendwie anderer Ansicht für die Episoden, sondern ich habe halt einfach nur ein Ankündigung für die nächste Live-Sendung. Da ergibt sich der Titel des Podcast-Cover, ganze Metadatenkram ist sowieso schon da. Ich kann optional dieser Sendung schon einen Titel geben, aber auch nicht, weil ich den halt vorher gar nicht weiß. Ne? Ja gut, man kann ja einen Default-Titel anzeigen, der sich dann aus, was weiß ich... Ja, momentan zeige ich ja gar keinen Titel an. Ich zeige einfach, der Podcast streamt jetzt. Ich habe ja so ein Channel basiert. Ich bin noch in der Konferenz, also wir diskutieren ja gerade noch ein bisschen aus. Es wird jetzt zu Ende diskutiert. Ich finde es gut. Gute Diskussion. Wir streamen noch, ne? Oder ist nur ausgestreamt. Wir zeigen nur auf. Achso, wir zeigen nur auf. Ja, okay, und. Ja. Also doch, wir streamen noch. Wenn du dich auf den Rechner hier im lokalen Netz befinden würdest, also wir streamen auf den Nginx, der auf der Kiste selber drauf ist. Achso, das läuft nach dem Zeitplan aus, der Livestream? Oder? Nee, das läuft immer. Die Streaming-Webseite schaltet sich irgendwann mal ab. Ja, achso. Also halt morgen, wenn die Veranstaltung ist. Ich hatte auf Live geklickt. Oder hattest du runter? Das heißt ja nur, dass wir jetzt, dass er lokal nicht mehr den Pausenstream auf den Nginx schickt, sondern dass er jetzt das Videosignal auf den Nginx schickt. Das heißt, drüben auf dem Laptop sehen Sie jetzt, wie wir hier sind. Hätten alles jetzt meine Frage war jetzt eigentlich, sind wir gerade online live oder nicht? Also nee, wenn ich normal auf niemand, der nicht gerade live ist, auf den Stream zu hören. Das war die Frage. Also gut. Wir wurden die ganze Zeit nicht live gestreamt, sondern nur aufgezeichnet. Das macht ja nichts. Ja, okay. Aber das, selbst dann, wenn du diesen Streaming-Button nicht gemacht hättest, wird trotzdem immer das Video aufgezeichnet. Also, und nicht sagen wir mal, es gibt folgendes Element. Item und dann haben wir, wo haben wir denn hier überhaupt das Datum? PSE Time, ne? Das ist da. Genau, es gibt eine... Das ist ein bisschen zu groß. Ja, der Titel ist meiner Auffassung nach schon optional. Der Link ist auch optional, weil es gibt keinen Link. Das würde ja schon Sinn machen, eine Episodenseite zu haben, die dann zum Beispiel im WordPress auch auf der Startseite... Achso, die Ankündigung. Ja, wo dann, ja. Genau, aber wäre auch optional. Oder Link zum Player. Der Fallback wäre Homepage-Link, Channel-Link. Ja. Weil... Man publiziert das noch nicht im Web, bla bla bla. Es geht jetzt erstmal nur um das Minimum. So, überlege mir mal, was muss man Minimum machen. Ja. Titel optional, Link optional, Update muss drin sein. Ja, drin, ja. Dann Zeit ist natürlich bindend. Ja. UID einfach generiert. Ja. Description ist optional. Ja, das ist ja auch nochmal Link, das ist einfach Item. Ja. Das ist das Gleiche. Ist ein Liebling, worauf soll ich den Liebling? Achso, dass man, ja. Das ist. Sinn? Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil eine Live-Sendung ein Liebling ist. Ich habe da einfach als Vorlage halt einen Podlove genommen. Ja, genau.
iTunes Image, ja gut, kann man Episodenbild haben, aber ansonsten ist da ja sowieso einfach das Podcast-Bild drin. Ne? Genau, das wäre auch optional. Das ist sowieso eigentlich im Channel drin, das wäre eh optional, das ziehen wir ja eh da raus. Das würde ich jetzt auch erstmal nicht machen, sondern ja, eben, du willst aber nur noch ein PSE-Stream. URL gleich. Also nur sowas hier. Ohne die Gruppierung. Ohne, auch ohne alle, ohne alle Felder. Einfach so eine Multiline-Field. Nur die URL. Dann mal gucken, wie weit wir damit kommen. Eine Multiline-Field, in die man URLs einschreiben kann. Ich mach das mal lernen. Ein Multiline-Field. Für Textbox. Dann kannst du die MP3-URL und optional die HLS-URL da reintun. Also klein. Ja gut, HLS haben wir derzeit nicht. Ja, du machst also du hättest nur dir da dann Titel weg. Sebastian, du machst kein Helles momentan. Du machst nur MP3-Stream momentan. Ja, URL. Ja, also. Und das ist einfach als Liste. Dann. Okay. Also wenn man mehrere haben will, dann kann man hier einfach. Erstmal nur eine. Also ganz einfach. So. Ja. Du kannst ja nochmal die Elemente rüberkopieren. Das PSA Time brauchst du auf jeden Fall noch. Ja gut. Ich hole mal nochmal das Item hier. Ja, hol mal das ganze Item rüber, dann löschen wir einfach weg. Seite ist optional. Optional, Link optional. Update haben wir. Sind die laut RSS optional? Frage. Gut, man kann sie ja auch leer lassen. Weiß nicht, was der Standard sagt. Weiß ich. Also Link ist. Lass es erstmal raus und dann naja. Machen wir nachher halt einfach mal einen bestehenden Feed da rein und schmeißen es in den Validator. Ja. Ja, du kannst ja die, die optional sind, einfach. Ja. Und da fliegt dann noch das ganze Zeug raus. Das ist der URL. Das wäre es dann. Genau. Image ist optional, Description ist optional. Jetzt einfach mal Fragezeichen rein, das ist optional. Wo ist das Image? Das ganze Item ist sowieso optional. Ja, wo willst du es noch weiter? Ich wollte jetzt hier nur in diesem Beispiel markieren, dass das optional ist. Kannst du auch was anderes einfallen lassen. Ja. Zum Beispiel auskommentieren, genau. Ja. Ja, gut, dann machen wir es einfach. So. Und dann können wir den Titel auch noch. Description auch optional. Ist die auch optional? Ja. Die ist auch optional. Die ist sogar so richtig optional. Und die ID wird dann später einfach aus dem Eintrag im Feed dann. Ist die Frage, ob die gleich sein sollte später. Ja. Haben wir vorhin gesagt, soll nicht. Soll auf jeden Fall anders sein. Kurz mal, required channel items, channel items, Entschuldigung. Machst du es im RSS schon mal oder wie? Es kann schon genau. Sein, dass Title required ist. Ja. Elements kann ich vorstellen. Item. Mach weiter, ich guck gerade nach. Ja. Ja gut, das war's ja dann. Also PC Time und PC Stream ist eigentlich das normal zusätzliche Ding. Auch mal diesen Text da in Description weg. Raum ein URL. Ja. Also, all elements of item are optional, however, at least one title or description must be present. Ich weiß so genau, warum das da steht. Also, eins von beiden müssen wir reinpacken. Das heißt, nicht mal Pubdate ist verpflichtend. Ja, das passiert ja automatisch, wenn man halt den Eintrag erstellt. Ja. Update ist nicht zwingend. Also Validator V3.org sagt genau den Satz. All elements of an item are optional, however, at least one of title or description must be present. Ah, also entweder Title oder Description. Also alles andere ist. Also wenn wir das dann lieber Title nicht optional machen, ne? Oder keine Ahnung. Wie heißt denn der Mensch da oben alle hat? Ja. Also ich habe das jetzt halt von Validator. Ja, der schreibt immer seinen Blog und der möchte seine Microblogs und so weiter möglichst einfach haben, deswegen hat er auch RSS verbrochen und daher ist das wahrscheinlich so minimal. Den Link habt ihr noch drin, optional auf den etwaige Episodenseite?
Ja, stimmt, den haben wir jetzt ganz rausgenommen, ne? Nee, so viel wollte ich nicht gleich haben. Yeah. Nicht gleich ein ganzes Style-Sheet. Aber optional, ne? Optional. Also das könnte man dann in Zukunft halt machen, ne? Dass das selbst aufstellt. Podcatcher macht jetzt was dran. Ich würde mir noch überlegen, ob die Endtime auch optional ist. Ja, das sowieso. Ja. Also das steht auch, glaube ich, schon hier oben irgendwo. Ne? Das ist ein Time. My Streaming Time, ne? Da ist, glaube ich, End optional. Ne? Aber Anfang sollte man schon angeben. Sonst macht es wenig Sinn. Was wir da alles schon spezifiziert haben, ist mir schon wieder aus dem Hirn rausgefallen. Das meiste davon hast du geschrieben. Nur die Fine Time Format. Ja. Weil dieses, das muss ich noch haben, mir ist nämlich aufgefallen, dass diese Zeitangabe nicht dem entspricht, was WordPress oder Podlove für andere Zeitdaten benutzt. Das sollte schon einheitlich sein. Ne? Warum nicht dasselbe Ding wie das Pubdate? Ja, eben. Das ist nämlich genau der Gedanke. Ja, ein Update ist einfach mal scheiße. Ja. Ist, ja, aber wenn, dann einheitlich, also oder nicht? Also oder soll man jetzt zwei verschiedene Zeit-Parsing-Dinger einhalten? Mit den XML-Extensions hat einfach RFC 822 zu suchen. Lass uns noch mal den aktuellen Feed anschauen. Da steht da noch ein aktuelles anderes Datum drin? Wahrscheinlich nicht. Update. Das ist das Format, was aktuell ja, ich weiß, da an den meisten Stellen steht. Auch wenn ich. Da steht der Wochentag drin. Es ist völliger Unsinn, ja? Landes- und Aufnahmedatum auch im Feed heutzutage schon, wenn ich das eintrage. Aufnahmedatum? Ja. Gibt's kein Feld für. Doch. Was? Kannst im Publisher jetzt schon ein Aufnahmedatum eintragen? Ja, aber es gibt ein Eingabefeld dafür, aber es gibt keinen Feed. Es wird momentan noch nicht exportiert. Okay. Nee, das ist eher so allgemeine Folklore-Informationen. Lieber mal speichern, man könnte es noch aufnehmen. Ja, auf der Webseite gebe ich es halt raus. Ich sage halt auf der Webseite, wann ist es halt aufgenommen worden. Und vielleicht im Field im Content Bench oder so. Kannst du in die Description mit reinpacken? Oder in die Shownotes? Das ist ja schon mit der Information, aber das ist ja jetzt sagen wir mal für Podcast-Client nicht wichtig. Nee, die Idee war auch und da halt eine also Ableitung machen könnte, wäre es das zu haben. Ja, aber das klingt doch noch eine Idee. Ne? So. Soll ich dann hergehen jetzt und das, was jetzt auf GitHub als Standard definiert ist, erstmal komplett runter reduzieren auf diesen Mini-Standard und dann bauen wir erstmal das, oder? Nee, lass uns diesen Standard, lass uns erstmal nicht... Erstmal was bauen Standard, und dann den Standard schreiben. Erstmal gucken, funktioniert es? Ja. Reicht das? Haben wir da alle Informationen, die wir brauchen? Funktioniert dieses ganze, wer sagt wem Bescheid, wer aggregiert irgendwas? Da kann dann der Christian schon mal losgehen und diese Informationen einsammeln, kann seinen ganzen Kalender aufbauen, weil da steht im Prinzip alles drin, was er derzeit auch aus den ICAL-Dateien auch rauszieht. Nur, dass er es quasi kostenlos mitgeliefert bekommt und dass natürlich mehrere Sendungen angekündigt werden. Es gibt übrigens Abendessen. Ja. Gibt es noch eins? Gibt es noch? Das ist die andere Frage. Es gab übrigens. Da müssen wir uns dann gleich nochmal mit Christian, ja. Ja, vor allem mit Erik unterhalten. Ja, stimmt. Ich speichere das mal da. Ja, ich speichere das mal ab.